Ja, Metal-Leute und herzlich willkommen zurück auf unserer kleinen Achterbahn der schlechten Lebensentscheidungen und der Schlachtabfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde um den Schauerberg. Leute, ich wollte heute kein Video machen und dann habe ich mir es jetzt gerade angesehen und das ist so großartig, Wahnsinn. Drachenlord labern ohne Ende. Ich fasse euch schon mal kurz zusammen. Nein, bei ihm im Kopf ist natürlich alles in Ordnung. Nein, die Besuche setzen ihm gar nicht zu und deswegen hat er auch nicht dieses Video hier gemacht, was total verrückt ist. Leute, wir sind gerade live dabei, wie er verrückt wird. Aber ihr werdet das gleich hören und ein bisschen sehen. Also jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ich wollte heute kein Video machen, ich wollte heute Pause machen, aber ich freue mich gerade hier zu sitzen und das zu machen. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir gucken uns ihn mal kurz an und dann schalte ich ein bisschen um ein paar andere Bilder, dass wir jetzt nicht irgendwie ihn die ganze Zeit sehen müssen, aber das Wichtigste werdet ihr auf jeden Fall hören. Also jetzt mal ohne Scheiß, wer nach diesem Video noch sagt, dass bei dem Typen noch psychisch alles in Ordnung ist, der hat auch selber den Schuss nicht gehört. Das ist der Wahnsinn, was jetzt gleich kommt. So. Nebenbei lasse ich noch la laufen. Wir fahren mit dem Motorrad durch Seoul oder Seoul, die Hauptstadt von Südkorea. Und dann fahren wir noch ein bisschen mit dem Fahrrad am Venice Beach entlang. So, das la lasse ich zwischendurch immer mal ein bisschen laufen. Das wird jetzt wahrscheinlich ein langes Video. Das Video von Rainer ist 50 Minuten lang, also wird mein Video jetzt auch lang werden. Und es wird jetzt einfach wahrscheinlich relativ spät kommen. Es tut mir leid für die Leute, die unbedingt immer noch meine Videos anhören müssen, bevor sie schlafen gehen, dass ich euch jetzt vielleicht ein bisschen den Schlaf raube. Und das geht raus an meine Nachtschicht-Hater. Heute wird eins von diesen Videos. So, wir hören mal einmal rein. Labern ohne Ende. Was ist die Ausgangssituation? Das Ganze hier ist, darum habe ich Respekt verdient, Teil 2. Das legendäre Video, deswegen habe ich Respekt verdient, habe ich mir in meinem 10K-Abo-Special angeguckt, ist ungefähr jetzt 10 Monate her und ist exakt das gleiche Video, also die gleiche Ausgangsposition. Es ist mitten in der Nacht, er sagt gleich, dass es 2 Uhr nachts ist. Er hatte Haterbesuch, das hat ihn aufgeregt und das musste jetzt raus. Deswegen hat er sich jetzt hingesetzt, hat die Kamera angemacht und labert sich jetzt die Scheiße von der Seele. Und das ist genau das gleiche wie vor 10 Monaten, darum habe ich Respekt verdient. Nur ein bisschen schwerer und ein bisschen verrückter, wie wir gleich feststellen werden. Aber lass mal hören. Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. An diesem, ja, doch eher regnerischen Sonntag. Wir haben jetzt 2:02 Uhr nachts und man sieht, ich schwitze. Ja, wir alle haben gesehen, dass du schwitzt. Ich kann euch jetzt auch mal umschalten, weil ihr seht es. Es ist dunkel bei ihm in der Bude, das blaue Licht, das ist alles nicht cool. Wir fahren ein bisschen mit dem Motorrad durch Seoul. Wie wär's? Ja, ist das eigentlich, das ist so ein bisschen in der Mitte. Cool. Ja, es ist mitten in der Nacht, er sitzt da und ja. Hören wir doch mal weiter, wollte ich gerade noch mal irgendwas sagen? Das liegt daran, dass ich jetzt gerade wieder. Ach so, richtig. Er hat gesagt, es ist Sonntag 2 Uhr. Das stimmt nicht. Es ist Montag 2 Uhr. Es war die Nacht von Sonntag auf Montag. Nur um das in Relation zu setzen. Eine halbe Stunde, Stunde im Hof war. Was ein paar Vollidioten das wieder witzig fand, eine Farbe auf mein Grundstück zu schmeißen. Und es ist das, was ich immer sage. Rainer hat niemanden mehr, mit dem er reden kann, niemanden, an den er sich wenden kann. Er muss das irgendwie loswerden. Wenn irgendwas passiert, was dich aufregt, was hilft am besten? Darüber reden, mit anderen Leuten. Es irgendjemandem sagen. Keine Ahnung, einem Familienmitglied erzählen, einen guten Freund anrufen, dem das sagen, es irgendwie von der Seele runterbekommen. Rainer kann das nicht mehr. Er sitzt in seinem Haus nachts und platzt fast und jetzt macht er ein Video, weil er wirklich niemanden mehr hat. Ja, was soll man dazu bloß sagen? Es hat wieder jemand auf meinen Hof Farbe geschmissen. Rosa dieses Mal. Ich hasse Rosa. Ach so, richtig. Erstmal haben wir davon bis jetzt, und es ist jetzt der nächste Tag, 18:44 Uhr, bis jetzt habe ich davon keine Bilder von ihm gesehen. Beweise fehlen. Punkt 1. Punkt 2, das wollte ich noch erwähnen, das ist ganz wichtig. Also Achtung, das ist ganz wichtig. Rainer hat, und das werde ich noch öfters, darauf werde ich noch häufiger aufmerksam machen. Rainer hat dieses Video aufgenommen, heute Nacht um 2 Uhr. Und er hat das erst heute um 16 Uhr oder so hochgeladen auf YouTube.
Er hat das nicht sofort hochgeladen. Er wusste, wie er in diesem Video war. Er hat sich dieses Video noch mal, vielleicht noch mal angeschaut. Er hat auf jeden Fall eine Nacht darüber geschlafen und hat sich danach trotzdem entschieden, dieses Video hochzuladen. In ein paar Minuten werden wir daran denken, Leute. Wie auch immer, jedenfalls haben die jetzt wieder Laura Rose auf mein Grundstück geworfen. Und mein Hof schaut aus, keine Ahnung, wie ein Schweinearsch. Schweinchen rosa, gute Wahl. Habe überall Glasscherben, ich habe überall Farbe, ich habe überall Dreck und Müll und Scheiße. Und Haben die Scheiße auf dein Grundstück geschmissen? Böse Hater. ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe jetzt extra den Hochdruckreiniger mir geholt gehabt, oder besser gesagt, ich habe ihn mir extra auf die Wunschliste gepackt. Ja, genau. Gut, dass du das auch mal verbessert hast. Geholt hast du dir das nicht. Aber es ist ja für ihn das Gleiche. Ich hol mir das, ich setze auf die Wunschliste. Ist ja so, weil er kauft sich ja nichts mehr selber. Er setzt ja Tütensuppe auf die Amazon-Wunschliste. Das macht ja ein erwachsener Mensch, der es geschafft hat im Leben. Damit ich meinen Hof sauber halten kann und sauber machen kann. Ich habe extra den Container mir aus eigener Tasche bezahlt, obwohl der ganze Müll eigentlich auf die Hater geht und eigentlich die Hater bezahlen müssten. Und habe den ganzen. Ja, haben wir drüber gesprochen, zum Beispiel auch im Intercast Folge 3 habe ich das mit Wusel und dem Ostfriesen-Hater zusammen diskutiert und warum wir niemand geglaubt hat, dass er diesen Container selber bezahlt hat. Also, ne, er hat von seinem Geld den Container bezahlt. Zweifelhaft, sehr zweifelhaft. Müll entsorgt, der auf meinem Hof war. Und jetzt ist es wie lange her? 2 Monate und oder nicht einmal 2 Monate, 1,5 Monate. Und mein ganzer Hof schaut schon wieder aus wie Schwein. Einfach nur, weil irgendwelche Vollidioten ohne Hirn, ohne Eier, ohne irgendwas, was einen echten Menschen ausmacht, hier wieder nur randalieren. Jetzt würde ich gerne an der Stelle noch anmerken. Und da möchte ich gerne mal auf alle Hater zu sprechen kommen. Okay, Achtung, ich bin ein Hater. Ich höre, Rainer, ich höre. Was fuckt euch an mir eigentlich ab? Ist es das? Unfassbar, unfassbar. Hier, Rainer, nimm dir eins der 10.000 Stunden Videomaterial auf YouTube. Wirklich? Und das fragst du dich? Nee, das fragt er sich nicht. Er hat diese Frage jetzt nicht gestellt, weil jetzt fängt er wieder mit seinem üblichen Geleier an, von wegen, er ist nicht derjenige. Das kommt direkt hinterher. Wenn Rainer wirklich, nee, Rainer fragt wirklich die Hater, was fuckt euch eigentlich an mir ab? Jetzt mal ohne Scheiß. Dass ich nie aufhöre, Videos zu machen, obwohl ihr in so einer Riesenmasse ja unbedingt recht haben müsst. Oder sind es die vielen Hey, hör doch einfach mal mit Videos auf und guck, was passiert. Was meinst du? Lügen, die ihr selbst verbreitet und schon mittlerweile nicht mehr auseinanderhalten könnt, ist es jetzt nun wahr, ist es eine Lüge, hab's ich verbreitet oder hat's der Drache verbreitet? Oder. Hier ist er übrigens auch hart am Spiegeln, ne? Die Lügen nicht mehr auseinanderzuhalten. Habe ich das eigentlich gelogen oder jemand anderes, ne? Wir wissen wer, ne? Ist schon schwer, wenn man 8 Jahre lang lügt, dann noch die einzelnen Lügen auseinanderzuhalten. Ist fast unmöglich. Was ist es sonst? Was genau stört euch, dass ich ein Mensch bin mit Charakter, mit Eigenschaften, die allen von euch fehlen? Ja, deine Charaktereigenschaften stören mich. Weil deine Charaktereigenschaften widerlich sind. So, du könntest ja in deinem kleinen Haus dein kleines Leben führen und ein widerlicher Mensch sein, aber posaune es nicht im Internet hinaus und gebe nicht im Internet allen Leuten Schuld dafür, was in deinem Leben passiert. Ich bin ein Mensch, der weiß, was er will. Ich bin ein Mensch, der das. Ja, perspektivlos in den Tag leben und sich Geld von anderen Leuten zusammenschmarotzen. Was er will, auch erkämpft und erarbeitet und sich versucht, mit aller Kraft zu holen. Unabhängig von dem, was alle anderen sagen. Und nach Möglichkeit, ohne irgendwelchen anderen Leuten zu schaden. Letzten Endes ist es so: Ich wohne hier, ich lebe hier in diesem Dorf seit über 30 Jahren. Das ist mehr. Ich hab mal ein bisschen umgeschaltet, damit die mal auch sehen, wie er schwitzt. Als die meisten von euch alt sind. Und. Das ist länger, als die meisten von euch alt sind. Jetzt kommt er wieder an mit, ja, die Hater, die sind ja alle jünger. Ich lebe länger in diesem Ort, als Leute von euch alt sind, ne? Die Hater sind ja alle jünger. Außer es steht mal wieder ein Hater vor der Tür, der offensichtlich älter ist als er. Dann sagt er natürlich wieder, guck mal, der ist ja sogar älter als ich, wie kann er nur? Wenn ich mir das dann so anschaue, was die Leute hier für eine Scheiße verzapfen, fahren hier mitten in der Nacht durch mit 2 Autos, hupen rum, schreien rum,
Und das machen sie 3, 4, 5 Mal. Dann kommen sie nach einer Stunde wieder oder nach einer halben Stunde und fangen an, mit Farbgläsern zu schmeißen. Und weil sie nicht die Eier haben, wie ein echter Mann, zu der Scheiße, die sie zu bauen, bereit sind, aufzustehen, rennen sie dann weg, wie die kleinen Kinder. Das muss ich noch mal. Sorry, das kann ich euch nicht. Und weil sie nicht die Eier haben, wie ein echter Mann, zu der Scheiße, die sie zu Ah! bauen, Warum habe ich denn jetzt schon wieder meine Aufnahme? Da. bereit sind, aufzustehen, rennen sie dann weg, wie die kleinen Kinder. Ganz ehrlich, wer hat euch erzogen? Wer hat vergessen, euch bei eurer Erziehung etwas Verstand, Ehre und vor allem Respekt anderen gegenüber einzupflegen? Rainer, dass bei deiner Erziehung Verstand, Ehre und Respekt anderen Leuten gegenüber vollkommen auf der Stelle, auf der Strecke geblieben ist, weiß jeder, der 5 Videos von dir geguckt hat. So. Und keine Sorge, Leute, das war nicht das letzte Mal Gesichtskirmes in diesem Video, das glaube ich mal. Ganz ehrlich, ich habe es heute schon im Stream gesagt und ich sage das noch einmal. Man müsste diese Leute wirklich kopfüber eine 3 Tage lang, 4 Tage lang, 3 Wochen lang von der Decke baumeln lassen, die 3, 4 Meter hoch ist, und denen links und rechts jeden Tag so lange eine reinhauen, oder jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag so lange eine reinhauen, bis die ganze Scheiße aus ihnen rausfällt. Weil. Wir merken uns mal, das ist tatsächlich ein Lösungsansatz für Rainer. Er möchte die Leute an der Decke aufhängen und jeden Tag verprügeln. Ne? Das merken wir uns mal für einen späteren Zeitpunkt in diesem Video. Mal abgesehen davon, dass ja, für einen Pazifisten hast du relativ viele Gewaltfantasien, nicht wahr? Und naja, ich meine, dass wir Gewalt als ein probates Mittel der Problemlösung betrachten, das ist ja auch nichts Neues, lange nicht. Ganz ehrlich, so eine Dummheit muss doch mit Händen greifbar sein. So ein Verhalten muss doch mit Händen greifbar sein. Oh Mann. Dazu kommt. Oh, wie er schwitzt. Wir haben uns ein Tuch genommen und tupfen uns mal So. etwas ab. Dazu kommt dieses. Es reicht nicht mehr, dahin zu fahren und rumzuschreien. Nein, ich beschädige jetzt sein Grundstück, indem ich irgendwelche Scheiße dahin schmeiße. Ja, es reicht nicht mehr, dahin zu fahren und rumzuschreien, weil du sagst, dass die Leute, die dahin fahren und rumschreien, Feiglinge sind, weil sie danach gehen. Und dann gehen die Leute halt nicht mehr, sondern machen auch noch mehr Sachen. Sowas nennt man Eskalationsspirale, die du antreibst. Jedes Mal, wenn irgendjemand irgendwas macht, und jedes Mal, wenn irgendjemand irgendwas macht und du sagst, was er für ein Feigling ist, wie schlecht er das gemacht hat, ach, guck doch mal den an, was der für ein Kind ist. So. Und dann machen die Leute danach halt immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Aber er ist ja nicht derjenige, der die Situation eskaliert, Leute. Sorry, aber was ist falsch daran, einfach nur sein Leben führen zu wollen, unabhängig Verdien dein eigenes Geld, dann kannst du dein eigenes Leben leben. davon, dass irgendwelche Vollidioten und Vollspasten dann anfangen, hier Scheiße zu verzapfen? Boah, ich hasse meine Haare, ne? Ich hasse noch so einiges andere an dir. Was ist daran falsch, dass ich mein Leben führen möchte und dass ich versuche, aus meinem Leben etwas Besseres zu machen, als es bisher war? Mein Leben war. Weil du auf den Kosten von anderen lebst und dafür als Belohnung andere Leute permanent beleidigst. Mein ganzes Leben lang ein Haufen Scheiße. Ich habe mein Leben lang dafür gearbeitet, was ich habe. Nein, hast du nicht. Habe mein Leben lang mir erkämpft, meinen Platz, den ich jetzt habe. Nein, er hat sich gar nichts erkämpft. Er ist dort, wo er jetzt ist, weil er sich auf seinen Arsch gesetzt hat und so lange gewartet hat, bis er jetzt dort ist, wo er ist. So, er hat sich nichts erkämpft. Und versuche mir weiterhin, muss mir jeden Tag, Tag für Tag, muss ich mir meinen Platz weiterhin hart erkämpfen. Weil jeder versucht, mich von dem zu stoßen, was ich habe, was ich mir erkämpft habe, was ich mir erarbeitet habe, was ich habe. Nein, niemand versucht dich da runterzustoßen. Du hast nichts, wo man dich runterstoßen kann. Du sitzt in deinem Käfig, den hast du dir selber gebaut und selber ausgesucht. Und wir rütteln am Käfig, um zu gucken, ob der Bär noch ein bisschen tanzt. Niemand möchte dir irgendetwas wegnehmen, weil du nichts hast. Nichts. Das hast du dir erkämpft, mein Freund. Jetzt heißt es wieder, ja, dein Vater hat dir das vererbt. Na, das habe ich mir auch erkämpft. Erstens dadurch. Wie erkämpft man es sich denn, wenn man mit Anfang 20 ein Haus mit Grundstück erbt? Erzähl mir das mal, Rainer.
Erzähl das mal den ganzen Leuten, die in jeder deutschen Großstadt irgendwie auf eine von 50 Leuten sind, die auf eine Wohnungsbesichtigung da sind, ihre Bewerbungsunterlagen da abgeben und hoffen und Fingerkreuzen, dass sie mal eine Wohnung bekommen könnten, eine bezahlbare. Erzähl mir mal, wie du dir das erarbeitet hast. Dass ich hier mein Leben lang hier mein Leben verbracht habe, dadurch, dass ich hier gearbeitet habe. Dadurch, dass er da sein Leben verbracht hat. Das werden wir in diesem Video jetzt noch häufiger erleben. Reine Existenz, die Tatsache, dass er existiert, dass er dort sitzt und atmet, ist eine Leistung, die gewürdigt werden soll. Wegen dieser Leistung hat er sich etwas in seinem Leben verdient. Das kommt noch öfters, Leute, keine Sorge. Ich habe mit meinem Vater früher das Zeug alles instand gehalten, aber alleine schafft man das eben nicht. Dein Vater hat das auch alleine geschafft, weil du nicht geholfen hast. Natürlich kann man das. Du hast kein 1000 Quadratmeter Haus auf 5 Hektar Land. Du hast ein Haus und ein Grundstück und du arbeitest nicht. Du hast jeden Tag 18 Stunden Zeit, 365 Tage im Jahr. Ja, du hättest das instand halten können, wenn du nicht so hackedämlich wärst. Und zudem fehlen mir auch die finanziellen Mittel dafür. Guck mal, der Typ, der gerade über den Zebrastreifen geht, Rainer hat ein Brett vorm Kopf, der hat irgendwie ein Brett vorm Rücken. Und dazu kommt dann letzten Endes auch noch die Tatsache. Mich regt es gerade auf, wartet mal. Wir müssen uns jetzt mal eben die Haare machen, ne? Ist klar. Könnt euch nicht vorstellen, wie das nervt. So. Viel besser. Ich habe mir das auch deswegen erkämpft, weil auch meine Mutter und meine Schwester wollten das Haus. Und ich weiß aus Erfahrung und auch aus der jetzigen Situation, dass meine Mutter und meine Schwester das Haus nicht hätten halten können. Keine von den beiden. Du kannst das Haus nicht halten, du Knallkopf. Du hast alles so verkommen lassen, bis das Dach von der Bulldog-Halle eingestürzt ist. Du zerstörst ständig Sachen an deinem Haus. Du kannst das Haus auch nicht halten. Es ist unfassbar, wie du es geschafft hast, in 10 Jahren dieses Haus kaputt zu machen. Es war nie ein besonders schönes Haus. Aber guck dir mal 10 Jahre alte oder auch nur 5 Jahre alte Bilder von diesem Haus an. Und jetzt wirst du sagen, ja, aber die Hater werfen ja mit Eiern auf das Haus. Nee, das meine ich nicht. Du hast es geschafft, dass dieses Haus abbruchreif ist. Du hast es auch nicht geschafft, dieses Haus zu halten, mein Freund. Du wohnst in einer Ruine. Meine Schwester hätte es vielleicht dann geschafft. Viel Glück im Leben gehabt, mit Anfang 20 ein Haus und ein Grundstück zu erben, nie in seinem Leben Miete bezahlt und in 10 Jahren alles kaputt gemacht. Nachdem sie verheiratet war, aber auch nicht aufgrund eigenen Arbeitens, sondern aufgrund dessen, dass sie ihr Mann das dann in einen Schuss gehalten hätte. Weil meine Schwester in der Hinsicht genau wie meine Mutter ist. Die lässt dann da viel. Und genauso wie du. Also, sorry, ne? Also. Ehre geht raus an Rudi, der war der Einzige in dieser Firma, der Einzige in dieser Familie, der gearbeitet hat. Ich meine, mittlerweile weiß ich es nicht mehr, mittlerweile kenne ich das nicht mehr, aber bei meiner Mutter war es so, dass die da viel mein Vater hat machen lassen oder eigentlich alles. Sie hat sich einen Hund her, um den hat sich der Vater gekümmert oder halt dann ich. Die hat ein Pferd her, um das hat sich mein Vater gekümmert und ich. Meine Schwester hat dafür keinen Finger krumm gemacht und meine Mutter schon zweimal nicht, obwohl es ihre Viecher waren. Ich habe in meinem Leben auch so viele Haustiere gehabt, um die ich mich gekümmert habe. Hab Hunde. Nein, das habe ich noch nie gesehen, dass du dich um ein Tier gekümmert hast. Leider. Gehabt, Katzen gehabt, Meerschweinchen gehabt, Hamster gehabt, hab eine Schildkröte gehabt sogar, eine griechische Landschildkröte. Und Fische und ich weiß gar nicht, was noch alles. Vögel und alles. Und da hat sich keiner drum gekümmert. Da hat es Kassen. Du hast. Nein, da hat sich keiner rumgekümmert, auch nicht Rainer. Die Meerschweinchen, die halten ja nur Winterschlaf, ne? Die Viecher her oder du wolltest die Viecher haben, also kümmere dich drum. Punkt. Und das habe ich gemacht. Ja. Letzten Endes ist es dann auch so gewesen, dass die ganzen Aktionen, die so abgegangen sind, die ganzen Aktionen, die da passiert sind und alles, es ist viel passiert in meiner Familie.
Aber mal. Die ganzen Aktionen, die da passiert sind. Er redet gerade von Sachen, die in seiner Familie passiert sind. Und er redet von Aktionen, die da passiert sind. Es macht keinen Unterschied mehr, ob er über die Hater redet oder ob er über seine Familie redet oder sonst irgendwas. Es ist in seinem Kopf alles ein Matsch. Meine Mutter und meine Schwester sind letzten Endes abgehauen und haben mich damals, der Einzige, der in der Familie dann gearbeitet hat, weil meine Mutter hat ihre Arbeit hingeschmissen, nachdem mein Vater gestorben ist, und meine Schwester hatte keine Arbeit. Und ich bin dann der einzige Verdiener in der Familie gewesen, und meine Mutter und meine Schwester sind einfach abgehauen. Und ich musste mich dann alleine um meine Großmutter kümmern, die krank ist oder krank war, mittlerweile ist sie auch gestorben. Die krank war, die habe ich dann alleine nicht pflegen können, und meine Mutter war als Pflegerin eingeteilt für meine Mutter. Also die hat sich da dann schön von der Kasse auch noch auszahlen lassen, und das 2, 3, 4 Monate lang. Und ich habe dann gesagt, fickt euch, einen Scheiß machen wir. Ich bin hergegangen und habe dann dafür gesorgt, dass die in ein Pflegeheim gekommen ist. Mag grausam klingen von mir, aber ich. Alles Quelle Rainer Winkler, alles, alles, keine Ahnung, sehr fragwürdig, sehr fragwürdig. Ich war alleine, ich war 20, 22, konnte mich nicht um die Oma, um den Hund, um das Pferd, um die Katzen und um die, was hatten wir damals noch, die Tauben und die Hühner kümmern. Und das alleine, nebenbei noch arbeiten gehen, nebenbei dann noch zu Hause ständig irgendwas machen und auch noch ein Privatleben führen. So hat meine Freizeit nämlich früher ausgesehen. Nach der Schule, nach der Arbeit heimgekommen, erstmal Hühner gefüttert, Tauben gefüttert, Hund gefüttert, gutes Pferd. Man stelle sich mal vor, also ne, es gibt ja Menschen, die, keine Ahnung, gerade junge Familie gegründet haben, die haben ja Kinder und die haben ja Haustiere und die arbeiten ja. Also der, ne, die Menge von Arbeit, die Rainer mir gerade versucht zu verkaufen, die hatte, für andere Leute ist das halt einigermaßen normal und Rainer hat das halt auch nicht gemacht. Was will mir denn Rainer jetzt noch erzählen? Als er 22 war, das ist jetzt 10 Jahre her. Vor 10 Jahren hattest du schon irgendwie Chancen, YouTube-Videos zu machen oder was? Feierst ja jetzt gerade dein 10-Jähriges. Als du also noch arbeiten musstest und dich um deine Oma kümmern musstest und dich um 7 Millionen Tiere kümmern musstest, dann hast du gedacht, weißt du, was ich jetzt noch mache? Ich fange jetzt noch eine YouTube-Karriere an. Dann hattest du noch ein bisschen Zeit in deinem Leben. Hat meistens auf der Wiese sein Fressen gehabt. Wenn es nicht im Winter war, im Winter dann auch noch Heunei und alles. Da bin ich dann ganz froh gewesen, dass sich dann da jemand anders drum gekümmert hat. War aber so oder so nicht meine Aufgabe, weil das Pferd von Anfang an meiner. Wir haben uns gerade mit einem Rückenkratzer am Rücken gekratzt. Nicht, dass wir da noch rankommen würden. Das ist nicht das letzte Mal, dass er den benutzt. Mutter gehört hat. Weil wenn er so im Gesicht am Schwitzen ist, schwitzt er auch überall anders. Das glaubt mal, ey. Und da wird jetzt wieder diskutiert. Ich habe keine Ahnung davon. Es war und ist schon immer das Pferd meiner Mutter gewesen. Und ich habe das mal in einem Video, glaube ich, gesagt, dass es mein Pferd ist. Aber damals war die Formulierung halt bescheuert im Sinne von, es war unser Pferd oder ist unser Pferd. Es hat im Sinne von meiner Mutter ist ihr Pferd. Natürlich hast du gesagt, dass es dein Pferd ist, weil du gerade mit einer Frau am Reden warst, die auf Tiere stand. So, und dann hast du natürlich gelogen, um was zu bekommen, mein Freund. Sollen. Das war eigentlich nicht meine Aufgabe. So, dann hatten wir noch einen Hund hier, den ich nicht mochte, beziehungsweise mit dem ich nicht klargekommen bin. Den habe ich dann auch ins Tierheim, weil ich mich dann nicht drum kümmern konnte. Dann hatte ich noch Katzen, Tauben und dann hatte ich noch eine Katze, Tauben und die Hühner. Die Hühner habe ich dann nach und nach alle weg. Die Tauben, ich weiß gar nicht mehr, viele hatten wir damals. Habe ich dann nach und nach alle weg. So, was das Schicksal von den Tieren waren, weiß ich nicht. Rainer interessiert ja nur, die waren dann irgendwann mal weg. Die sind dann nach und nach einfach irgendwann gestorben, weil die einfach zu alt wurden irgendwann. Und Dieses Video hat mal angefangen mit Hater stehen vor seinem Tor und schmeißen ihm was auf den Hof. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir sind jetzt gelandet bei Rainer zählt alles auf. Rainer will einfach jetzt gerade mal Credit haben. Hier, guck doch mal, was ich alles in meinem Leben geleistet habe, was ich alles damals gemacht habe vor 10 Jahren. Das muss doch heute noch irgendwas wert sein, oder? Weil er heute nichts mehr leistet. Krallt er sich jetzt an die Vergangenheit? Was will er denn mir denn jetzt sagen, irgendwie? Will er mir jetzt sagen, dass er das Haus eher verdient hat als Mutter und Schwester? Was ist denn jetzt dieser ganze Talk? Der redet sich jetzt einfach so dermaßen in Rage und hat schon wieder irgendwie komplett den Faden verloren. Ja. Wir hatten dann Genau. noch den Hund, den habe ich ja weg. Und die Katze, die ist leider irgendwann einmal gekommen.
Den Hund habe ich ja weg, den hat er ins Heim gegeben. Nee, das hat er gesagt, okay. Aber wir hatten früher schon Probleme mit Leuten, die sich hier Katzen klauen. Und das haben wir auch in der Vergangenheit gehabt. Da hatten wir ja auch Imp zum Beispiel, ne? Impertinentius, der User, der da sich Imp, der Übermensch genannt hat, der hat mal eine Katze geklaut bei mir. Hat sich Imp jemals Imp der Übermensch genannt? Ich weiß, dass Dorian sich der Übermensch genannt hat. Aber hey, kennst du einen Hater, kennst du alle, ne? Und wir haben gesehen, wir haben alle die Fotos gesehen, wo Rainer irgendwie so eine kleine Katze mit Milch und sprüht Sahne aus der Dose gefüttert hat. Extrem nicht artgerecht und so weiter. Sollte das wirklich jemals passiert sein, sollte wirklich Imp diese Katze mitgenommen haben, dann war es zum Wohl der Katze. Ganz einfach so. Gerade wenn das eine kleine Babykatze war, Babykatzen haben ja nun mal auch andere Bedürfnisse als erwachsene Katzen, die brauchen irgendwie extra Futter und so weiter, bei denen, ne, junge Tiere, auch Hundewelpen oder so, mit die muss man ein ganz klein bisschen anders umspringen als mit erwachsenen Katzen, als ob Rainer das wüsste, als ob Rainer in der Lage gewesen wäre, sich vernünftig um ein Tier zu kümmern. Wenn er die Katze mitgenommen hat, war es zum Besten der Katze. So. Was ich jetzt auch überhaupt nicht weiß, was hat denn das jetzt noch mit irgendwas zu tun, dass vor gefühlten 7 Jahren mal ein Hater eine Katze mitgenommen hat? Ist schon ein paar Jährchen her, hat er aber gemacht. Und ich habe mich irgendwann gefragt, warum kommen die Katzen da mal rum? Ja, da ist übrigens nie was passiert. Weiß ich bis heute nicht, was da war. Ansonsten ist es Die Katze hat noch eine Chance bekommen, glaube ich. Das ist passiert. dann jetzt so gewesen, dass die ansonsten war es dann so, dass ich mich dann ganz allein um alles kümmern musste. Und dann wollte meine Mutter und meine Schwester wieder hier einziehen. Und wollte dann zusammen mit dem Typen, mit dem sie dann zusammen war, und dessen Sohn oder dessen beiden Söhnen und vielleicht noch mit seiner Tochter und was weiß ich alles. Und ich war hier damals alleine. Es hätte zwar Sinn gemacht, da mehr Leute reinzulassen, dass man alles einmal richtig herrichten kann, aber ich Da hätte das Haus tatsächlich noch eine Chance gehabt. habe mir gedacht, ihr seid abgehauen, ihr habt mich mit aller Scheiße allein gelassen. Warum sollte ich jetzt euch nochmal hier reinlassen? Und dann. Ja, da kommt natürlich auch wieder Rainer raus, ne? Rainer soll irgendwas mit anderen Menschen teilen. Warum sollte er das tun, ne? Ist klar, ist seins. Und was seins ist, das wird immer seins bleiben. Habe ich 2 Jahre, 2,5 Jahre gekämpft. Deswegen erinnert er sich heute auch noch daran, dass ihm die Katze mitgenommen hat. Das ist für ihn ist das eine Niederlage, weil ein Hater hat ihm was weggenommen, was ihm gehörte. Dass das Erbe endlich geklärt wurde, da mein Vater zwar eigentlich ein Testament geschrieben hat, bei dem ich sowieso das Haus bekommen hätte und dann noch einen anderen Teil von den ganzen Besitztümern, welches spielt ja keine Rolle hier mehr, und so weiter, war eigentlich alles geschrieben, war alles geplant, war alles gemacht. Dazu wäre noch ein Stück Wald gekommen, dazu wäre noch eine riesige Wiese gekommen und so weiter. Ja, und da das ja komischerweise verschwunden ist, ich garantiere da immer noch drauf, dass meine Mutter das weg hat. Wurde auch leider nie vom Rechtsanwalt oder sonstigen Staatsanwalt oder sonst was, wie auch immer das geklärt wird, oder vom Wieso sitze ich hier jetzt eigentlich und höre mir an, wie Rainer über seine Familie herzieht? Was hat denn das jetzt noch mit irgendwas zu tun? wie auch immer, es wurde auf jeden Fall nie anderweitig veröffentlicht, und dann hat es halt geheißen, naja, die Mutter kriegt die Hälfte, die Kinder jeweils ein Viertel. Meine Mutter hat ihren ganzen Anteil verkauft. Alles. Noch den kleinsten, noch so kleinen Fitzelchen hat sie verkauft. Davon hat sie sich ein Haus gekauft, das sie jetzt auch verkauft. Meine Schwester hatte. Wie er sich gerade feiert, ne? Wie er glaubt, dass er jetzt besser dasteht, weil er ein Haus hat und seine Mutter jetzt nicht mehr. Mal abgesehen davon, dass das jetzt schon echt tragisch ist eigentlich. Und ja, ne? Herzlichen Glückwunsch, du hast noch eine Ruine, die abgerissen werden muss, wenn du irgendwann mal da rausgehst. Auch einen Teil bekommen, den sie zum Teil verkauft hat. Ob sie den anderen Teil auch verkauft hat, weiß ich nicht. Da habe ich noch keine Informationen drüber. Aber auf jeden Fall hat sie auch schon den größten Teil davon verkauft. So. Und ich, als ältester Sohn, als der eigentlich da den Löwenanteil von dem ganzen Scheiß ursprünglich hätte bekommen sollen, habe mich mit dem Haus zufrieden geben müssen. Und genau das ist der Punkt, warum Mutter und Schwester weg sind. Dieser Talk hier.
ich als ältester Sohn, mir gehört ja eigentlich der Mehrteil. Und wenn Rainer das Gefühl gehabt hätte, dass er den Mehrteil nicht bekommen hätte, wenn er sich betrogen gefühlt hätte und dann Mutter und Schwester noch in dem Haus gewohnt hätten und Rainer gesagt hätte, hier, ich bin der Alleinerbe, ich bin der älteste Sohn, ich hätte mehr verdient. Ja, an wem hätte er denn diesen Frust ausgelassen? Hä? Die beiden wissen schon ganz genau, warum die weggegangen sind, so. Mit dem Grund. Und er hat sich nur mit Haus und Grundstück begnügen müssen. Anfang 20 erbst du Haus und Grundstück, musst nichts mehr bezahlen, außer einmal im Jahr Grundsteuer und deine laufenden Kosten. Und jetzt sagt er musste sich nur mit Haus und Grundstück. Es gibt so viele Leute, die würden sich ein Bein abschneiden, wenn die mit Anfang 20 ein abbezahltes Haus erben würden. Selbst wenn es nicht das hübscheste Haus auf der Welt ist. Oh mein Gott, irgendwie. Unfassbar, unfassbar. Er hat noch das Gefühl, dass er noch viel zu wenig bekommen hat, weil du ein undankbarer Spast bist, so. Und undankbare Menschen sind auch nicht besonders sympathisch, so. Für jeden Menschen, der Problem hat, für jeden Menschen, der jetzt noch 25 Jahre sein Haus abzahlen muss, für jeden Menschen, der Probleme hat, überhaupt eine bezahlbare Mietswohnung zu bekommen. Und dann hören die sowas hier, dass du mit Anfang 20 ein Haus geerbt hast und eigentlich noch viel zu wenig bekommen hast, so. Ey, Rainer, du hast doch gefragt, was die Leute eigentlich so, warum die Leute so abgefuckt von dir sind. Das wäre zum Beispiel mal ein guter Punkt 1. Wir könnten ja mal eine lange, lange, lange Liste machen. Grundstück, das sowieso hier und da überall Probleme hatte, mit dem kaputten Dach, das ich nicht alleine richten konnte, weil ich die Kohle nicht dafür hatte und so weiter. Und habe mich dann mit der ganzen Scheiße. Ja, das hättest du mal reparieren lassen können, wenn du mal den Arsch hochbekommen hättest, Anfang 20 und einer normalen Arbeit nachgegangen wärst. Einer normalen Arbeit. Haus und Grundstück sind da. Verdien doch deine 1300, 1400 Kröten im Monat mit irgendeinem Dulli-Job und leg jeden Tag ein bisschen was beiseite. Dann kannst du dir in ein paar Jahren auch mal das Dach neu machen lassen. Jetzt mal ohne Scheiß. Unfassbar. Unfassbar, was man eigentlich so für an Miete bezahlt, wovon er überhaupt keine Ahnung hat. Hat nie in seinem ganzen Leben Miete bezahlt. Setzt sich dahin und sagt, ja, ich hatte doch nie Geld, um irgendwas zu machen. Ja, weil du dich einfach mal entschieden hast, ach, ich mache jetzt einfach mal gar nichts mehr. 15.000 Euro Stromschulden. Irgendeiner bezahlt das schon, ne? Unfassbar, was dieser Typ für ein Leben geführt. Unfassbar, wie viel er eigentlich versaut hat. Unglaublich. Ist ja alleine rumschlagen müssen. So, und dann wollte meine Mutter und meine Schwester wieder hier rein. Da habe ich mir gesagt, leckt mich. Und habe dann dafür gekämpft und habe 2,5 Jahre darauf gebraucht und getun und getan und alles, dass ich meine Mutter dazu gebracht habe, dass die endlich. Da muss halt schon vorher so viel im Argen gewesen sein, ne? Logischerweise. Also wenn der Vater halt relativ früh stirbt, Rudi ist halt auch wirklich nicht alt geworden. Und dann kann man auch mal, auch wenn man mal 2 Jahre weg ist oder so, dann kann man auch mal sagen, hey, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Lass uns doch mal hier das Familiengrundstück und das Familienhaus, lass uns das doch mal irgendwie vernünftig machen, bevor das jetzt irgendwie kaputt ist oder so. Dann kann man kann sich halt auch mal wieder zusammenraufen. Wenn irgendwie nicht mindestens eine Seite davon irgendwie ein sturer Knallkopf ist. Endlich aus ihrem, dass die endlich mal ihren fetten Arsch hochkriegt und dann endlich mal mit mir und mit meiner Schwester zum, oder mit meiner Schwester und mir zum Notar fährt, damit es gefixt wird, damit es endlich fix ist und damit endlich Ruhe herrscht. Und das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht, dann ist es endlich geklärt gewesen, dann war endlich Ruhe. Aber das hat 2,5 Jahre gedauert, nachdem mein Vater gestorben ist. Und das Geile daran ist, dass ich dann halt eigentlich mich in das größte Hornissennest gesetzt habe, das ich gefunden habe. Und es aber bis heute nicht bereue. So, jetzt heißt. Ja, und deswegen habe ich bis heute kein Mitleid mit dir und sage, alle Besuche sind richtig und wichtig. Vor allen Dingen, weil solche Videos dabei rausschwimmen. Also, er hat sich in das größte Hornissennest gesetzt. Ist ja niemals eine gute Idee. So, aber wir müssen uns das jetzt schön rendern, weil das ist die Einbahnstraße, für die er sich entschieden hat. Und er kommt langsam an deren Ende an. Heißt, ja, du wirtschaftest aber alles runter. Du wirtschaftest das Haus runter, du wirtschaftest das Grundstück runter, du wirtschaftest die ganzen Gebäude runter. Oh, die Haterstimme in seinem Kopf dröhnt heute so laut. Die musste er rauslassen, sonst wäre er verrückt geworden. Ah. Kümmere dich mal alleine um die ganze Scheiße, wenn du keine Kohle hast, wenn du keine Möglichkeiten hast, es zu machen, wenn du Höhenangst hast und nicht aufs Dach rauf kannst und so weiter und dafür keine Kohle hast, um dafür Leute zu bezahlen, die das machen.
Du hast dich dafür entschieden, keine Kohle zu haben, die längste Zeit deines Lebens. So. Jetzt verdienst du doch Kohle, investier doch mal was da drin. Ach nein, es wird alles gepfändet, weil du über 60.000 Euro Schulden gemacht hast in deinem Leben, bevor du 30 geworden bist. So. Er hätte doch so viel. Mein Gott, wenn doch nur jeden Morgen er die Tür aufmachen würde und da würde ein kleiner Korb voll Geld liegen, dann würde er doch alles in seinem Leben hinkriegen. Wie bekommen das eigentlich andere Leute hin? Ach ja, richtig. Arbeiten für ihr Geld und sparen. So, und davon abgesehen, ne, von dieser ganzen Scheiße noch mal abgesehen, ich habe noch alles. So, das muss ich jetzt mal eben so. Jetzt gehen wir langsam ins Crazy Territory. Das muss ich euch jetzt mal zeigen, so. Machen. So, und davon abgesehen, ne, von dieser ganzen Scheiße noch mal abgesehen, ich habe noch alles. Noch alles. Ich habe das ganze Haus noch, ich habe das Grundstück noch, ich habe noch alles. Ich habe noch keinen einzigen Bruchstück davon verkauft. Und ich sage. Und das ist nichts mehr wert, weil du dich 10 Jahre nicht darum gekümmert hast. Das Haus muss abgerissen. Jedes einzelne Gebäude auf diesem Grundstück muss abgerissen werden. Und wahrscheinlich müsste sogar von dem Grundstück noch ein Teil des Bodens abgetragen werden, nachdem du, keine Ahnung, da die letzten 10 Jahre irgendwelche Ölwechsel mit deinem Auto da drauf gemacht hast und so weiter. Das ist nichts mehr wert. Es bringt nichts, das zu besitzen, wenn das nichts mehr wert ist. Wenn du jetzt sterben würdest, dann könnte das auch niemand mehr erben. Jeder Mensch mit 2 Gehirnzellen würde dieses Erbe ausschlagen, weil er wüsste, dass das nur Schulden wären, was er von dir erbt. Er sagt, ich habe noch alles, ich habe noch alles. Merkt ihr, wie hart ihm das abgeht, dass seine Mutter jetzt wieder nochmal ein Haus verkaufen musste, dass seine Schwester auch kein eigenes Haus hat? Er hat das. Versteht ihr das? Das ist sein bisschen, woran er sich klammern muss. Das ist sein persönlicher. Persönlicher Gewinn. Habt ihr das gerade gesehen in seinen Augen? Ich habe noch alles. Ich habe noch das Grundstück. Ich habe noch das Haus. Ich habe nichts davon verkauft. Und nichts davon ist irgendwas wert. Du hast dein Leben weggeschmissen, dich in das größte Hornissennest gesetzt. Wofür? Dafür, dass du jetzt einen Riesenhaufen Schrott hast auf einem Grundstück, das nichts mehr wert ist. Herzlichen Glückwunsch. Sag euch, wenn ich Da wohne ich lieber in meiner Mietswohnung. das jemals verkaufen sollte, dann lediglich, weil ich keinen Bock mehr auf die Hater habe und mich verpissen will. Du kannst das nicht mehr verkaufen. Das hat keinen Wert. So, das hat keinen Wert. Es reicht noch lange nicht mal aus, um deine Schulden zu bezahlen. Nee. Vergiss es irgendwie. Das wäre der einzige Grund, nicht aus Kohlegründen, weil mittlerweile verdiene ich genug mit YouTube, dank euch. Da an dieser Stelle nochmal danke und dank meinen Streams und Videos. Und deswegen. Wow, ne? Das fühlt er jetzt gerade richtig. Ja, danke, danke an all die Spacken, die irgendwie negative Kommentare schreiben und irgendwelche keine Klicks im Dicken, ne? Wenn wir das alle konsequent verfolgt hätten, wären wir jetzt nicht hier. Ja, er verdient gerade ein bisschen Geld und deswegen fühlt er sich jetzt auch gerade, als verdient er ein bisschen Geld, ne? Mal gucken, wie viel Geld du noch verdienst nach dem September. Bin ich noch hier? Deswegen habe ich das alles noch. Meine Mutter und meine Schwester haben fast alles, was sie hatten, verkauft. Meine Mutter hat alles verkauft, bei meiner Schwester weiß ich es nicht. Die hat eigentlich noch ein Grundstück. Er fühlt sich wirklich als der Gewinner dieser Familie, ne? Das ist schon echt, echt traurig, Leute. Warum geht das immer kaputt? Oh nein, mein OBS ist eingefroren. Hört ihr mich jetzt noch? Hallo? 1, 2, 3? Gut. Mein OBS ist gerade mal ganz kurz eingefroren. Die sind immer zwischen den Fenstern hin und her springen, mag er gar nicht. Dass ihr gehört, ob das allerdings. Die haben ein Grundstück, aber ob das allerdings fix ist oder nicht, oder ob die es verkauft oder nicht, oder verkauft hat schon oder nicht, das weiß ich nicht. Weil ich habe mit meiner Schwester, mit meiner Mutter und mit niemandem sonst aus der Familie, die haben mich ja alle verstoßen. Jetzt heulen alle Hater wieder rum. Ja, frag dich mal warum. Ist mir scheißegal, warum. Frag dich mal warum. Vielleicht, weil du hier gerade Videos ins Internet veröffentlichst, die. Nee, es ist vollkommen egal. Er hat gewonnen. Er hat diese Familie gewonnen, Leute. Wenn er noch in seiner Ruine da sitzt, in seiner feuchten, schimmeligen Ruine und die noch ihm gehört und seine Schwester dafür in einer Mietwohnung wohnt und dort ihr Kind großzieht und noch irgendwie in der festen Partnerschaft ist. Egal, Rainer hat gewonnen. Rainer hat diese Familie gewonnen. Das ist das Einzige, worum es ihm noch geht. Es ist mir. Er ist nicht derjenige, der verloren hat. Er ist nicht derjenige, der das scheiß Leben hat. Er hat nämlich noch alles. Er hat noch nichts verkauft. Er hat gewonnen. Ding gewonnen. Scheißegal, passt auf.
Ich bin schon immer ein Mensch gewesen. Hat jemand keinen Bock auf mich, gehe ich der Person aus dem Weg. Punkt. Mir ist egal, was es für Gründe hat, ob es meine eigene Schuld ist, ob es deren Schuld ist, ob sie Schuld von anderen ist, ne, meine lieben Mädels. Nee, da muss ich noch mal. Das ist ja Wahnsinn. Unfassbar. So, ey, krass. Guckt euch mal dieses Gesicht an. Ob es meine eigene Schuld ist, ob es deren Schuld ist, ob sie Schuld von anderen ist, ne, meine lieben Mädels. Es kann ja auch nicht daran liegen, dass ihr die ganze Zeit die Leute terrorisiert. Kann ja nicht sein. Es muss an mir liegen. Aber selbst. Du hast gerade gesagt, dass deine Familie dich verstoßen hat. Und das war vor und das war lange bevor du YouTube-Videos gemacht hast. Nein, es kann ja nicht an ihm liegen. Es sind immer die Hater schuld. Immer. Wenn es an mir liegen würde, mir ist das scheißegal. Scheißegal ist mir das. Was interessiert mich das? Wenn mich jemand nicht ausstehen kann oder den ich nicht mag, dann kann er mich gerne kreuzweise. Dann kann er vor deiner Tür stehen, mein Freund. Und das interessiert dich sehr wohl. Weil es interessiert dich so sehr, dass du gerade dieses vollkommen verrückte Video machst. Ich war noch nie ein Mensch, der sich auf das zugesetzt hat und gesagt hat, oh ja, du musst jetzt aber mit mir befreundet sein oder du bist jetzt meine Verwandtschaft, also müssen wir uns ja verstehen. Nein, du willst mich nicht in deiner Nähe? Fick dich, dann verpisse ich mich eben. Und was entsteht daraus? Richtig, ein einsamer Mensch, ein unfassbar einsamer Mensch, der nachts um 2 Uhr alleine in seinem Haus sitzen muss und mit einer Webcam reden muss. Genau das passiert dann. Ich habe mich noch nie anderen Menschen aufgedrängt, weder euch im Internet noch irgendwelchen Leuten vor meiner Haustür. Vor meiner Haustür verteidige ich mein Grundstück und bis jetzt, heute hat man es wieder gesehen. Wir hatten jetzt gestern, in Anführungszeichen gestern, für mich ist es noch heute, weil ich noch wach bin, wir hatten gestern den Fall, dass jemand. Nein, um 0 Uhr fängt ein neuer Tag an. So, der Tag fängt nicht an, wenn du ins Bett gehst oder wenn du aufstehst, dann fängt nicht der Tag an. So, aber ich meine, die ganze Welt dreht sich ja um ihn, das passt ja schon, ne? Und über meinen Zaun geklettert ist, das hat man sogar im Livestream gesehen. Der Livestream ist live auf, oder den gibt es mittlerweile im Internet, auf Samstag heißt der. Der ist auch in der Samstag-Playlist, wenn ich mich nicht täusche, müsste der momentan aktuelle Samstags-Vlog Stream sein. Und da sieht man relativ am Anfang vom Video, vom Stream, wie der über den Zaun klettert. Mitten unterm Tag. Und warum ist er da? Und warum klettert er über deinen Zaun? Ach, lassen wir das. What the fuck? Und heute waren dann Dutzende von Leuten da, die hier mit Flaschen geworfen haben, mit Gläsern geworfen haben, die mit Farbe geworfen haben, die mit Kissen geworfen haben. Hört sich erstmal dämlich an, aber haben jetzt mit Kissen geworfen. Kissenwurf. Ich muss ihn. Sorry, ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen an, ey. Und heute Die waren dann Gesichtsgebung ist Dutzende zu von gut. Leuten da, die hier mit Flaschen geworfen haben, mit Gläsern geworfen haben, die mit Farbe geworfen haben, die mit Kissen geworfen haben. Hört sich erstmal dämlich an, aber haben jetzt mit Kissen geworfen. Kissenwurf. Guckt ihn euch an. Mit dem ist alles in Ordnung. Wir dürfen nicht vergessen, dieser erwachsene Mann sitzt um 2 Uhr nachts vor seinem Haus, in seinem Haus und spricht in eine Kamera ein. Mutterseelen alleine. Und dann hat er sich hingelegt, hat geschlafen und hat am nächsten Tag, nachdem er eine Nacht darüber geschlafen hat, sich überlegt, das hochzuladen. Schaut ihn euch jetzt gerade in diesem Moment an. Das sollte das Internet sehen. Es ist vollkommen, ja, zu retten ist der auch nicht mehr, ne? Ja, schöne Anekdote. Fakt ist auf jeden Fall. Schöne Anekdote von einem deiner größten Lügen, aber aufs Thema Lügen kommen wir gleich noch, mein lieber Herr Lügenlord. Dass alles, was hier abgeht, alles, was hier gemacht wird, alles, was hier passiert, letzten Endes immer nur darauf hinausläuft, dass ich immer an allem schuld sein soll. Letzten Endes tue ich aber keiner Sau was. Außer im Internet Gewaltfantasien verbreiten, dass du Leute an die Decke hängen willst und sie jeden Tag schlagen willst, ne, bis die Scheiße aus ihnen rauskommt. Nö, machst du ja nicht. Gott sei Dank machst du es sowieso nicht, weil du auch gerade ein schönes Bild, ne, so Profil. Hey Rainer, wo ist eigentlich dein Nacken, sag mal. Und diese Flecken hier oben auf seinem Kopf, die werden auch immer mehr, oder? Das war mal ein Fleck. Kurz. Ja, mach mal So ruhig. machen, dass ich mal ein bisschen mehr vom Ventilator habe. Ja, er redet sich ja auch richtig in Rage, da kann er mir auch mal warm werden, ne? Ist letzten Endes so. Egal, was ihr für Probleme mit mir habt, ich habe mein Leben lang Probleme gehabt.
Von vorne bis hinten, von morgens bis abends, von groß nach klein, von weiß der Geier. Ja, und du hast nie was daraus gelernt. Niemals. Viele Leute haben Probleme in ihrem Leben. Viele Leute verlieren zu früh ein Elternteil. Viele Leute haben Probleme, wenn es dann mal ums, dann gibt es einen Streit in der Familie ums Erbe. Sowas kommt halt in den besten Häusern vor. Das ist halt einfach so. Aber nur du hast dich entschieden, dein Leben so unfassbar wegzuwerfen. Vom Arsch bis zum Zipfel. Ich habe mein Leben lang Probleme gehabt, schon immer. Und ich habe mich aber nie unterkriegen lassen. Ich bin jetzt so eine kleine Heulsuse, die dann sagt, alle anderen sind. Ich versuche jetzt immer mal wieder so, wenn er diese Gesichter macht, einfach mal auf Pause zu drücken, ne? Einfach nur, Leute, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das sind die letzten 3, 4 Wochen Besuche. Das endet darin. Bitte, bitte noch mal 4 Wochen mehr Besuche. Ey, ganz ehrlich, ich würde kein Geld darauf wetten, was der in 4 Wochen macht. Guckt ihn euch an. Nein, die anderen sind schuld an dem, was sie verzapfen. Und an dem, was ich verzapft, bin ich schuld. Ich bin Hat er gesagt, an dem, was er verzapft, ist er schuld. Er ist derjenige. schuld daran, dass Leute vor meiner Haustür stehen, weil ich meine Adresse veröffentlicht habe. Aber ich bin mit Sicherheit nicht schuld daran, wenn jemand, der hierher kommt, mit Eiern wirft, mit Gläsern wirft. Merkt ihr, wie gerade seine Stimme sich verändert? Er verwandelt sich langsam wieder in den Drachenlord, der die Headbanger-Videos gemacht hat von vor 8 Jahren, als er seine Stimme verstellt hat, ne? Versucht er gerade irgendwie seine Stimme zu verstellen, um irgendwas anderes zu machen? Mit Flaschen wirft, mit Farbe wirft, mit Sperma wirft, mir ist scheißegal. Ja, interessiert mich alles ein Scheißdreck. Rainer ist es egal, wenn er mit Sperma beworfen wird. Er ist ja auch, ne, er ist ja auch bisexuell, ne? Das ist ja auch wichtig. Aber das Verhalten von diesen Menschen, dieses Mobbing im Internet und hier vor meiner Haustür vor Ort, an dem Scheiß bin nicht ich schuld. Ich bin dafür verantwortlich, dass sie hierher kommen. Ja. Er weiß, dass er dafür verantwortlich ist, dass sie dahin kommen. Das hat er selber. Nein, er hat es selber gesagt, aber in seinem Kopf ist es ja nur, ich habe vor 8 Jahren gesagt, dieses eine Video, das glaubt er und nicht alles andere. Nee, vergiss es, hat er nicht verstanden. Aber für das, was sie machen, bin ich nicht verantwortlich. Und dann kommt sie immer mit dem, ach ja, wir sind aber wegen dem Video hier, kommt euch, traut euch, kommt doch zu mir. Ja, ich habe auch eine. Wie viele Hater, die 2021 noch vor der Schanze stehen, sagen das wirklich noch? Jetzt mal ohne Scheiß. Das wird wahrscheinlich auch einer von 50 sein. Aber das ist das Einzige, was Rainer hört, weil das ist das Einzige, was Rainer hören will. Ich habe gesagt, dass ihr die Prügel rausschmeißt, wenn ihr kommt, und dann rennen alle immer weg. Also, entweder kommt ihr. Ich habe lange niemanden mehr wegrennen sehen. Müssen sie ja auch nicht, weil du ja auch das Haus nicht mehr verlässt, ne? Der Zaunkletterer wurde auch von der Tür aus, in der Tür stehend, geschrien. Hat er auch keinen Schritt mehr vor die Tür gemacht. Feigling. Hierher, weil ihr aufs Maul wollt, oder ihr kommt hierher und lasst es. Ey, Quatsch. Entweder kommt ihr hierher und wollt aufs Maul, oder ihr kommt nicht hierher. Ja? Kein Mensch muss heute noch davon ausgehen, dass er von Rainer aufs Maul bekommt. Wie denn? Wie denn? So. Bis der raus aus seinem Hof wongelt, da muss er erstmal sein Tor aufschließen und so weiter. Du hast halt einfach 2 Minuten Vorwarnzeit. In der Zeit kannst du dir was überlegen. Und selbst dann kann immer noch jeder normal bewegliche Mensch hat einfach Kreise um ihn tanzen. Das ist nämlich voll der Schwachsinn. Jetzt muss ich mich schon wieder kratzen, so eine Scheiße. Da, jetzt habt ihr es mal gesehen, der Rückenkratzer. Hat er schon im Griff, ne? Ihr kommt immer hierher und dann heißt es immer, ja, du Fettsack. Wow. Das ist bestimmt der erste Mensch auf der Welt, dem eingefallen ist, dass ich ein Fettsack bin. Junge, mich interessiert ein Scheißdreck, ob ich fett, dünn oder sonst was bin. Ja, das interessiert auch niemand anderen. Niemand mobbt dich, weil du dick bist. Es ist einfach nur was, womit man dich ganz gut triggern kann. Tatsächlich bin ich sogar Liebe, sogar Liebe. Das schleicht sich wieder der Dialekt ein. Ja, weil er sich so langsam so dermaßen in Rage redet, dass er nicht mal mehr so tun kann, als wenn er kein Franke ist. Tatsächlich bin ich sogar lieber fett, weil es macht mich fast schon wieder zu was Besonderem. Unfassbar. Aber hey, damit ist er ja in line mit diesen ganzen Body-Positivity-Spastis, die sagen, dass das gesund ist. Passt schon. Weil wenn ich mir die ganzen Hungerheringe da anschaue, die zum Teil vor meiner Haustür stehen und dann so randalieren. Och Mann,
Jedes Mal, wenn ich mit dem Bild weggehe, macht er danach so ein Gesicht, was ich zeigen muss. Sorry, es ist nicht einfach, ey. Zum Teil vor meiner Haustür stehen und dann so randalieren. Oh Leute, mir macht dieses Video heute so Spaß. Auch wenn es mich wieder meinen kompletten Montagabend kostet, ey. Ja, weil die Leute, ne, wenn ein übergewichtiger Hater vorm Zaun steht, dann wird er beleidigt, weil er fett ist. Und wenn schlanke Hater vor der Tür stehen, dann sagt Rainer, er ist lieber fett, weil die Hater ja dünn sind. Hey Rainer, weißt du, was ist, wenn man einigermaßen schlank und sportlich ist, dann hat man auch mal eine Chance auf regelmäßigen Geschlechtsverkehr. Das ist vielleicht nicht schlecht, Engel. Aber ist vielleicht auch nicht schlecht auf Dauer für geistige Gesundheit. Weil wir sehen auch hier, was passiert, wenn man 32 Jahre verdammt, fast 32 Jahre verdammt einsam ist. Dann kommt dieser Gesichtsausdruck dabei raus. Der ist klasse, Leute. Da fällt mir nichts ein. Gut, natürlich, ne? Der, oh, wie heißt der? Dieser komische Hamburger, ja, dieser Hamburger, dieser fette Mobster. Wie hat der geheißen? Ich denke, ich weiß, ich glaube, ich weiß, von wem er spricht. Und falls das so ist, dann ist er, glaube ich, kein Hamburger, ne? Grüße gehen raus an meinen Lieblingsfischbudenbesitzer. Irgend so ein fetter Mops. Ich habe keine Ahnung. Steht auf jeden Fall vor meiner Haustür und meint hier so einen Kindergarten machen zu können. Ja. Selber fett wie ein Schwein, aber sich über andere lustig machen. Ja, du bist ja, dein Übergewicht hält dich ja auch nicht davon ab, andere Leute wegen Übergewicht zu mobben. Hey Rainer, das ist auch eine Sache, die Leute total gerne haben. Es ist vollkommen egal wo, in welcher Kultur, ob hier oder in Südkorea, wo wir gerade mit dem Motorrad durchfahren. Wenn du selber, ne, wenn du selber eine negative Eigenschaft hast und du kritisierst andere Leute für diese negative Eigenschaft, die du selber hast, weißt du was? Das können die Leute extrem gut leiden. Das ist so zum Beispiel auch so ein Punkt, der andere Leute an dir abfuckt. Das ist generell so ein Verhalten irgendwie. Wisst ihr, das ist wie im Kindergarten, wie in der Schule. Der da drüben wird geärgert. Oh, ich muss den irgendwie mitärgern. Hurensohn! Und dann mögen mich alle. Wenn ich aber dastehe. Was für ein. Das ist so ein vollkommener Quatsch, was er jetzt erzählt. Will er mir jetzt erzählen, dass die. Nein, man entscheidet sich freiwillig dazu, Hater zu sein. Es gibt keinen Gruppenzwang. Und auch man entscheidet sich auch dazu, freiwillig Rainer zu besuchen. Rainer tut jetzt so, dass es Leute gibt, die Hater sind, weil die sonst Angst haben, wenn die Rainer nicht haten würden, dann würden die selber gehatet werden. Von wem denn? Dieses, nee, natürlich gibt es den Gruppenzwang auf dem Schulhof oder so. Da gibt es bestimmt das ein oder andere Kind, das sagt, hey, solange dieses Kind da hinten geärgert wird, werde ich nicht geärgert. Aber das passt halt einfach überhaupt nicht auf diese ganze Hater-Situation. Niemand ist Hater, weil niemand, keine Ahnung, niemand findet Rainer unsympathisch aus Angst, dass er sonst das nächste Ziel sein könnte. Ist vollkommener Quatsch, dieses Beispiel. Fuck, der wird geärgert. Ey, lass den mal in Ruhe. Ey, was willst du, ey, Arschloch, ey? Und wir müssen wieder. Sorry, Leute. Ey, Wahnsinn. Es tut mir auch leid für die Leute, die das Ganze hier so ein bisschen nur den Ton hören. Da habe ich auch immer Leute, aber hier einmal Und hören. dann mögen mich alle. Wenn ich aber dastehe. Fuck, der wird geärgert. Ey, lass den mal in Ruhe. Ey, was willst du, ey, Arschloch, ey? Kommen alle und gehen auf mich los. Und so läuft unsere Welt, so funktioniert die Welt. Und deswegen sind so viele eierlose Menschen auf. Als ob ich jetzt zu irgendjemandem hingehe und diesem jemanden sage, hey, da ist einer im Internet, den hatest du jetzt gefälligst, sonst hate ich dich. Das ist ja, nee, dieses ganze Beispiel zieht überhaupt nicht. Es ist vollkommener Quatsch, es hat nichts mehr damit zu tun. Dieser Welt da draußen, die, ach ja, das ist voll das Arschloch, sagen. Und zwar nur deswegen, weil sie bloß keinen Bock haben, selber angegriffen zu werden und selber die Pistole auf der Brust zu haben. Rainer, die Leute, die dich nicht kennen, die kennen dich einfach nicht. Es ist vollkommen egal. Es gibt immer mal wieder Leute, es gibt so viele Leute, die es einfach halt überhaupt nicht interessiert, so. Aber, nee. Als ob er glaubt jetzt wirklich, dass irgendwelche Leute
irgendwelche Leute bei ihm vor der Schanze stehen, weil die von irgendwelchen anderen Leuten genötigt werden und die haten ihn dann, damit sie selbst. Nein, dieses ganze Beispiel, das ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Vollkommener Quatsch. Ich sage euch mal was. Die Ja, bitte, ich höre. Typen, die andere mobben, die ursprünglichen, ne? Die Drahtzieher, die diese ganze Scheiße. Achtung, jetzt kommt es. Die Drahtzieher, ne? Das sind die Bosse, das sind die hohen Tiere in der Hater-Organisation. Über die redet er jetzt, ne? In Gang setzen. Das sind nur ganz wenige. Wir beobachten gerade wirklich, wie dieser. Also, ganz ehrlich, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe das auf Twitter geschrieben, ich wiederhole es hier nochmal vor. Ich glaube, vorgestern habe ich in der Telegram-Gruppe gelesen, da hat irgendjemand geschrieben, das, was bei in Rainers Videos gerade abgeht, ist nur noch mit einem Schlaganfall zu erklären. Wir hören gerade wirklich zu, wie er geht gerade noch eine Stufe tiefer. Er geht gerade noch einen Kreis tiefer in seiner ganz persönlichen Hölle. Unfassbar. Was erzählt er mir denn heute? Und wenn sich die Mehrheit da mal anfängt, gegen die Personen aufzulehnen oder gar nicht, dass die Personen beachtet, die andere auf andere losgeht, dann hat man gar kein Problem. Dann wird es auch nie zu solchen Problemen kommen. Es gibt jetzt also bei den Hatern Drahtzieher. Ja, so, es gibt Drahtzieher. Und wenn die Mehrheit der Leute diese Drahtzieher ignorieren würde, dann würde es diese ganze Haterbewegung gar nicht geben. Jetzt mal ohne Scheiß. Rainer glaubt, dass wir eine Untergrundorganisation sind. Ich sag ja immer hier das Hater-Hauptquartier oder so. Ob Rainer das wirklich glaubt? Rainer glaubt, dass es da ein paar Drahtzieher gibt, die irgendwie den Hate organisieren? Und man müsste einfach nur auch unfassbar, unfassbar. Er sieht die Leute, die vor seinem Haus stehen, nicht mehr als einzelne Menschen. Die hängen alle zusammen in der Hater-Organisation. Das kann man sich nicht mehr ausdenken, wie paranoid dieser Typ ist. Schaut euch mal diese Scheiße an, die hier abgeht. Glaubt ihr wirklich, dass nur die Hälfte von den Lügen, was die Hater verbreiten, wahr sind? Die Hater lügen, wenn sie das Maul aufmachen. Wir Hater lügen nicht, wir Hater wiederholen deine Lügen und das ist nicht selber Lügen. Ja, ich habe auch gelogen. Aber der Unterschied zwischen mir und den Hatern ist, dass ich mich hier hinstelle und euch sage, das war eine Lüge, das war eine Lüge, das war eine Lüge, das war keine Lüge, das war keine Lüge. Und bei den Sachen, wo du sagst, das war keine Lüge, ist halt trotzdem eine Lüge. Ist halt einfach so. Und die Sachen, wo er behauptet und wo er zugibt, dass es eine Lüge ist, das macht er immer nur, nachdem er ertappt wurde und es wirklich überhaupt nicht mehr abstreiten kann. Und jedes Mal kommt der gleiche Kindergarten. Was keine Lüge war, ist, dass ich 6 Jahre Kampfsport gemacht habe. Was keine. Du stehst vor deinem Haus, machst eine Faust und hast den Daumen in der Faust. 6 Jahre Kampfsport. Ist klar. Eine Lüge ist, dass ich keine, dass ich Jungfrau bin. Also keine Jungfrau. Ja? Das ist keine Lüge. Das ist auch keine Lüge gewesen, als ich gesagt habe. Der Witz ist ja, dass ich ursprünglich gesagt habe, ja, ich bin doch Jungfrau. Ja. Mein erstes Mal hatte ich mit 27, mit einer Frau. Hatte ich mit 27 mein erstes Mal. Da mache ich kein Geheimnis draus. Aber es ist Fakt, dass ich seitdem keins mehr bin. Wahnsinn. Fühle dich applaudiert. Ja, ich habe zwischendurch mal hin und her gelabert. Ja, so ist es. Ja, so ist es. Nennt man Verwirrung. Weil letzten Endes. Ich nenne dieses Video hier Verwirrung, glaube ich. Ganz ehrlich, Rainer, ohne Scheiß, du darfst nach Mitternacht keine Videos mehr machen. Bitte geh das nächste Mal einfach ins Bett, ey. Mir das scheißegal ist. Was auch eine interessante Sache ist, damals, als das erste Mal ein Dickpick von mir aufgetaucht ist, ich hätte damals mit abschneiden können, hätte sagen können, nö, es ist nicht so, das ist nicht so, das ist Verarsche, die Hater labern schon wieder Scheiße. Aber. Nee, was du gemacht hast, ist, du hast das Ganze dann in deinem Kopf so sehr umgedreht, dass du dir dann einen Account auf einer Pornoseite gemacht hast, weil du gesagt hast, hey, die Leute haben schon ein Bild gesehen, jetzt können sie auch den Rest sehen, ne? Und mal abgesehen davon, es geht nicht darum, dass das Bild existiert, sondern es geht darum, wie das Bild an die Öffentlichkeit gekommen ist, weil du hast es nämlich einer Frau geschickt und höchstwahrscheinlich ungefragt. Weil, nee, er hat natürlich eine von seinen Mädels, die hat natürlich danach gefragt, ne? Ist ja klar. Die Frauen, die nach Dickpics fragen, das Thema hatten wir ja letztes Mal schon mal, gibt's ja wie Sand am Meer. So hätte es wahrscheinlich jeder gemacht. Aber warum habe ich das nicht gemacht? Erstens wollte ich euch nicht anlügen. Lügenlord, von wegen. Zweitens lag es schlicht und ergreifend einfach daran, dass ich mich dafür nur schäme. Ich bin ein Kerl, ich habe einen Dick,
Ein ganz, ganz klein. Also, ne, ihr wisst, ne, was ich meine, ein Zipfel. Ganz, ganz klein. Jetzt mal ohne, ich mache das nicht extra. Guckt es euch an. Jedes Mal, wenn ich auf Pause drücke, ist es ein Bild aus einem Horrorfilm, ey. Hab ich, bin Mann, hab auch zwei Klöten zwischen den Bar, Cojones, und dafür schäme ich mich nicht. Warum soll? Ich schäme mich auch nicht dafür. Trotzdem zeige ich das nicht ungefragt Leuten. Die überwältigende Mehrheit der Männer hier draußen hat funktionierende Genitalien. Das ist keine Erklärung. Deswegen muss ich das nicht ständig irgendwelchen Leuten zeigen. Vollkommener Quatsch. Wollte ich, als ich auf die Welt gekommen bin. Hat mir der Doktor hochgehalten? Aha! Wir sind so dermaßen krass am Fränkeln, ne? Er hat komplett einfach die Kontrolle verloren über sein Sprachzentrum. Der hat einen Zipfel. Es ist ein Kerl. Oder halt ein Bu. Ein Junge. Wie auch immer. Ja? Hätte ich keinen Zipfel gehabt. Hätte er mich hochgehalten. Ja, ist ein Madler. Nee, der hat keinen Zipfel gehabt. Stellt euch mal vor, Rainer wäre ein Mädchen gewesen. Gott, ganz ehrlich, dann hätte er sich auch ein leichtes Leben machen können. Sucht ihr einen Kerl, der arbeitet irgendwie, setzt sich zu Hause aufs Sofa und keine Ahnung, wird immer fetter. Es gibt so viele Frauen, die das machen. Mein Gott. Habe ich aber gehabt. Also bin ich ja Kerl. Also schäme mich nicht. Wir hätten uns alle viel erspart, wenn Rainer ein Mädchen gewesen wäre. Dann hätte er nämlich von Anfang an eine andere Form von Aufmerksamkeit bekommen. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, als Jugendliche oder als junge Frau selbst, ne, ganz ehrlich, ohne Scheiß, selbst wenn du halt übergewichtig bist, selbst wenn du nicht hundertprozentig aussiehst, früher oder später gräbt dich halt einfach einer an, ne? Man muss halt auch einfach überlegen, dass Rainer auch in seinem ganzen Leben niemals irgendwie einigermaßen positive soziale Interaktionen mit einer Frau hatte, die in Richtung geht, hey, weißt du was, ich bin Kerl, du bist eine Frau, ne? Vielleicht könnten wir uns auf diese Art und Weise kennenlernen. Das hatte er einfach niemals. Wenn er einfach ein Mädchen geworden wäre und dann wäre er halt einfach, weiß ich nicht, eine dicke Jugendliche gewesen, dann wäre halt trotzdem irgendwann mal ein Typ gekommen, der gesagt, komm, weißt du was, stecke ich weg. Und dann hätte dieser Mensch irgendeine Art und Weise von positiver Aufmerksamkeit in seinem Leben bekommen und dann wäre daraus nicht so eine gescheiterte Existenz geworden. Das ist halt auch wirklich sowas. Also unfassbar, ey. Mein Gott, ne, ein paar Chromosomen anders und die Welt wäre ein bisschen anders gewesen. Seine auf jeden Fall. Dafür. Der Doktor hat mich nachher gesehen, meine Eltern haben mich nachher gesehen, Verwandtschaft hat mich nachher gesehen. Also klar, man versteht sich, ne? Wenn man so ein kleines Kind ist, wird man mal gewickelt von dem einen oder anderen. What the fuck? Ja, der Arzt, der mich auf die Welt geholt hat, hat mich auch nackt gesehen. Das ist kein Grund jetzt, über 30 Jahre später, dass ich irgendwelchen Leuten meinen Schwanz zeigen kann. Was verargumentiert sich dieser Typ hier denn? Vielleicht mal vom Onkel, von meinem Tante, vom Borden, von meiner Mutter, von meiner Schwester, von meinem Bruder, von meinem Onkel. Bruder und Schwester, aber jetzt keine, die jünger sind. Wir sind jetzt in diesem Video gekommen von, da waren böse Hater, die haben was auf meinen Hof geschmissen, hin zu, meine Mutter und meine Schwester sind alle schlecht, Familienprobleme, hin zu, ja, ist doch kein Problem, ich habe als Kind auch schon alle nackt gesehen und gewickelt. Wo geht denn dieses Video jetzt noch hin? Das ist ja Wahnsinn. Aber es gibt auch genug, ich kenn genug Leute, die Kinder haben. Einer, der mit mir in der Schule war, zum Beispiel. Einer, der mit mir in der Schule war, der hat einen Bruder, der ist 24 gewesen, als wir 16 waren. Der war da, keine Ahnung, 14 oder so. Oder 10, als seine Mutter das Kind gekriegt hat. Würde mich nicht wundern, wenn der da auch hier und da mal geholfen hat. Diese ganze Scheiße könnten wir uns sparen, wenn Rainer sagen würde, hey, ich habe da einen Dickpick verschickt, das war ein Fehler. Es gibt wahrscheinlich viele Typen da draußen, die mal gesagt haben, hey, weißt du was, ich habe irgendwann mal einen Dickpick verschickt, war ein Fehler, würde ich heute nicht mehr so machen. Diese ganze Scheiße jetzt gerade war, Rainer, der natürlich vollkommen unfähig ist, zuzugeben, ich habe einen Fehler gemacht, muss ich das jetzt so lange verargumentieren, bis in seinem Kopf das wieder einen Sinn ergibt, von wegen, ja, ich habe einen Dickpick geschickt und ich stehe dazu, ist doch nicht so schlimm. Das ist diese ganze Scheiße. Anstatt dass er immer sagen könnte, hey, sorry, Leute, ich war damals noch ein bisschen jünger, war halt so, ich würde den Scheiß heute nicht mehr machen. Mal abgesehen davon, dass er den Scheiß heute auch noch machen würde, wenn er tatsächlich
das Gefühl hätte, dass da mal eine echte Mulde hinterm Handy sitzt oder so. Als ob der das heute anders machen würde. Aber nein, dieser ganze Schwall, der jetzt gerade kam, hinzu, mich hat als Baby schon der Doktor nackt gesehen und mich haben Leute gewickelt und so weiter. Das ganze Ding war jetzt wirklich nur, weil Rainer nicht sagen kann, ich habe da ein Foto verschickt und das war ein Fehler. Das, nee, stattdessen hören wir uns jetzt dieses Theater an. Das ist unfassbar, was dieser Mensch alles macht, einfach um nicht sagen zu können, hey, vielleicht habe ich da mal irgendwas falsch gemacht. Ernsthaft sagen und nicht sagen kann, ja, ich habe in meinem Leben auch Fehler gemacht, ich habe in meinem Leben auch gelogen, aber nee, einfach mal sagen, hey, der Stickpick da war keine gute Idee. Nee, können wir nicht machen. Stattdessen erzählen wir jetzt diese Geschichte von der Welt. Ja, und letzten Endes ist es halt ganz normal, dass man sich entsprechend verhält. Nee, von einem Mann in seinen 30ern erwarte ich nicht mehr, dass der ungefragt Penisbilder von sich verschickt. Du verhältst dich nicht dementsprechend. Du hast dich in deinem Leben so selten dementsprechend verhalten, mein Freund. Wenn du dich mal irgendwann dementsprechend verhalten würdest, hättest du viel weniger Probleme in deinem Leben. Es gibt, glaube ich, wenig Sachen, die Rainer so selten macht, wie sich dementsprechend verhalten. Bei irgendwas, egal in was für eine Situation er ist. Es ist letzten Endes so. Letzten Endes. Ich habe gelogen. 7 Millionen Mal. Das streite ich nicht ab. Das habe ich nie abgestritten. Aber ich habe abgestritten, dass ich gelogen habe, wenn ich nicht gelogen habe. Aber das ist der Witz dran. Und du hast dich auch noch niemals bei einer Lüge ernsthaft dafür entschuldigt. Das machst du nämlich auch nicht. Wenn du sagen, nee, er sagt ja auch nicht, hey Leute, da und da an der Stelle habe ich gelogen, weil es tut mir leid. Nein, sondern er verargumentiert das auch wieder mit, ja, ich lüge ja nur, um andere Leute zu schützen zum Beispiel. So ein unfassbar bescheuertes Argument. Nee, du lügst immer. Wenn du zugibst, dass du lügst, entschuldigst du dich nicht dafür, ernsthaft. Und auch sonst, wenn du sagst, dass du nicht lügst, lügst du. Denn die Hater behaupten, das ist eine Lüge. Und ich sag, nö, ist es nicht. Wir haben gesehen, wie du dich selber mit einem Kissen beworfen hast. Du hast in dem Stream mal behauptet, dass du einen Sohn hättest. Du hast deinen eigenen Tod vorgetäuscht. Und du kannst nicht nach solchen Sachen dich da hinsetzen und sagen, die Leute sind echt unfair, die sagen, dass ich lüge, obwohl ich ab und zu mal die Wahrheit sage. Nee, das hast du dir selber versaut. Wie man sich bettet, so schläft man. Und du schläfst wie ein Lügner und wirst es auch den Rest deines Lebens tun. Die Sachen, die du sagst, sind nichts wert. Taten. So, wenn irgendwas aus deinem Mund kommt, nee, kündige nichts an, sondern mach etwas. Wenn die Leute sehen, dass du etwas machst, dann haben sie eventuell noch die Möglichkeit, dir irgendwie Credit dafür zu geben. Aber Worte, die aus deinem Mund kommen, sind nichts mehr wert. Das kommt daher, wenn man sein ganzes Leben lang lügt. Und alle sagen, ja, aber das sagt doch jeder, dass es eine Lüge ist. Und dann sage ich, es ist mir wurscht, was jeder sagt. Ich sage, das ist keine Lüge, weil es keine ist. Ja, aber wenn die Allgemeinheit und die Mehrheit das sagt, dann muss das so sein. Ja, zum Beispiel, wenn man es dir einfach beweisen kann, weil du halt einfach ein paar Tage vorher exakt was anderes gesagt hast. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, Steam gibt es auch fürs Handy. Ich war auf der Arbeit. Ach ja, Steam gibt es auch fürs Handy. Nee, du warst auf Steam online, du warst nicht auf der Arbeit, zum Beispiel. Weil, wenn du krankgeschrieben bist wegen irgendeiner Fantasiekrankheit, aber dann Aufnahmen von dir entstehen, während du auf einem Konzert bist. Das ist nicht die allgemeine Meinung ist, du hast gelogen. Man hat dir bewiesen, dass du gelogen hast. Und du bleibst bei deiner Lüge und sagst dann, meine Lüge ist meine Meinung. Dass du sagst, dass ich lüge, ist deine Meinung. Dann haben wir Gleichstand. Nee, um es mit deinen Worten zu sagen, Fakt ist, du hast gelogen, weil es gibt Beweise. Wir haben kein Gehirn. Wir denken jetzt selbstständig. Einer sagt's und alle machen es. Ja. Wenn ein Lemming von der Brücke springt, springen alle hinterher. Es ist 2 Uhr. Inzwischen ist es wahrscheinlich 2:30 nachts. Er sitzt alleine in seinem Haus und redet gerade in eine Kamera ein und macht dabei diese Gesichtskirmes. Aber bei ihm im Kopf ist noch alles in Ordnung, auf jeden Fall.
Super, hat sich das Leben gelohnt. Ich persönlich bin lieber der Lemming, der an der Seite steht, den Kopf schüttelt und sich das nächste Lemming-Mädel schnappt und sagt: Hey, komm mit, schieb mal Nummer. Ja, ich weiß, dass du das gerne wärst. Oh, ich würde mir so sehr wünschen, dass mehr Mädels an die Schanze pilgern. Ey. Nee, wenn ihr da mal hinfahrt, nehmt eure Freundin mit, ohne Scheiß. Das nagt so sehr an ihm. Tage später denkt er noch daran. Das ist halt wirklich so, ohne Scheiß. Dass andere Leute, dass Hater vor seinem Haus irgendwelche Freundinnen mitbringen, das glaubt mal, dass das ihm nervt. Wie gerne wäre er der Lemming, der sich nebenbei noch irgendwie, ne, die Lemming-Dame schnappt. So, das ist alles, wisst ihr? Das ist, ich habe viel Scheiße in meinem Leben gebaut und ich habe viele unschöne Sachen gemacht und ich habe auch schon viele Videos gesehen und gemacht und gesagt, wo ich euch das zeigt habe. Ich habe viele Beispiele. Ich habe viele Beispiele, die ich euch nennen kann. Eine Sache ist das mit dem Kampfsport. Gut. Da kann ich nicht beweisen, dass es so ist. Es ist einfach so gewesen. Ich habe keine Urkunden, ich habe keine Gürtel und gar nichts da. Ich kann einfach nur sagen. Wenn du als Kind 6 Jahre lang einen Sport betreibst, dann, und Kampfsport ist ja in diesem Sinne ein Sport, dann gibt es davon Beweise, irgendetwas. Und wenn irgendjemand ein einziges Foto von dir geschossen hat, wenn du als Kind in einem Sportverein Sport machst, macht irgendwann mal irgendjemand ein Gruppenfoto. So, es gibt einfach, es kann nicht sein, dass du als Kind 6 Jahre lang Sport machst in einem Verein und es gibt keine Beweise davon. Das ist, sowas passiert nicht. Ich habe noch ein Foto von mir, wie ich irgendwie mit 11 Jahren im Fußballverein ein bisschen gekickt habe, weil alle meine Freunde Fußball gespielt haben und ich das cool fand. Und ich damals schon ein leicht übergewichtiges Kind war, was niemals zu einem richtigen Spiel aufgestellt wurde. Vollkommen egal, ich habe ein Foto davon. Sagen, es ist so gewesen. Außerdem, abgesehen davon, so ein Gürtel beweist gar nichts, den kann man sich auch irgendwo im Second-Hand-Laden kaufen. Das beweist also nichts. Ich habe keine Urkunden, weil ich keine, ich habe, außerdem habe ich keine Gürtel gemacht, mal abgesehen davon. Ich habe keine Urkunden, ich habe nie in irgendwelchen Vereinen gekämpft. Und habe auch nie in irgendwelchen Vereinen groß mitgemacht. Ich habe mir jetzt viel. Er erklärt das jetzt nochmal, ne? Also er hat ja 6 Jahre Kampfsport gemacht, aber nie in einem Verein. Wo hast du das denn gelernt? Selber beigebracht. Durch Kumpels und durch Freunde und Bekannte und Verwandte, die das selber gemacht haben. Er hat sich viel selber beigebracht, ne? Also Rainer, der in den Wald gegangen ist und einen Baum geboxt hat, das ist 6 Jahre Kampfsporterfahrung. Und was hat er in den 6 Jahren sich selber beigebracht? Zum Beispiel, dass man den Daumen in die Faust tut, bevor man zuschlägt. Aber ich selbst habe das 6 Jahre lang gemacht. Verschiedene Varianten. So, unabhängig von allem anderen. Es wird gesagt, die Sache mit dem Dickpick habe ich euch ja schon erklärt, ne? Es ist irgendwann aufgekommen. Ich hätte sagen können, das bin ich nicht, wollte aber nicht lügen. Habe gesagt, ja, das bin ich. Ist halt so. Und habe dann sogar noch erklärt, warum das so und so aussieht und so ist und so sieht. Ich habe übrigens die Originalbilder sogar noch da. Wahnsinn, das ist ja eine richtige. Schade, dass du keine Urkunden von 6 Jahre Kampfsport hast, aber deine Dickpics, die du damals verschickt hast, die hast du noch. Das sind ja richtige Trophäen. Beweise dafür, wie erfolgreich du dein Leben führst. Die im Internet da kursiert sind damals. Die ersten Bilder, die habe ich sogar noch da. Nein, die zeige ich jetzt nicht. Weil ich weiß genau, dass das gleich in den Kommentaren steht. Nee. Danach fragt nun wirklich niemand mehr in den Kommentaren. Erstes Mal hat es sowieso jeder gesehen, der sich deine Videos anguckt, weil jeder, der seine Videos anguckt, ist ein Hater. Und nee, wer soll dich denn noch kennen und ernsthaft nach diesem Bild fragen? Ich habe das nicht abgestritten. Und damit nicht gelogen. Und damit sollte man eigentlich glauben, dass ich bei euch als jemand dastehe, der nicht lügt. Oder zumindest. Er hat jetzt ein Beispiel genannt. Ein einziges Beispiel, was auch noch ein dummes Beispiel ist, wo ein Bild von ihm aufgetaucht ist, ein wirklich beschämendes Bild. Ich meine, wir wissen das alle, ne? Wir kennen alle dieses Bild. Das ist ja auch jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, ein 10 von 10 Prachtstück oder so, was man mal vorzeigen könnte. Nee, das ist bei ihm halt auch einfach nicht der Fall. Und ne, es sind einfach kein Gesicht drauf oder so. Das hätte er tatsächlich mal abstreiten können bis heute. Und das hat er nicht getan, was einfach mega dumm ist. Aber dass er das nicht getan hat, das ist jetzt das eine Beispiel, was beweist, ja, ich bin ja kein Lügner, ich habe ja einmal die Wahrheit gesagt, Leute.
zumindest. Nee, er hat nicht die Wahrheit gesagt, sondern er hat es halt nicht abgestritten. Das ist auch noch mal was anderes. Das hier ist übrigens Venice Beach, Santa Monica. Wahrscheinlicher ist, dass ich nicht lüge als die Hater. Das ist aber nicht das einzige Beispiel. Lasst mich nur kurz überlegen. Nehmen wir das Beispiel mit der Sache Oh, nein. Da müssen wir jetzt gerade mal von Santa Monica weg. Das ist auch, also wirklich, das ist so traurig, ey. überlegen. Nehmen wir das Beispiel mit der Sache vom. Bleibe ich im Kamerabild. So, kurz am Bein gekratzt. Nehmen wir das Beispiel. Er brauchte einen Rückenkratzer, um sich am Bein zu kratzen. Und er findet das geil. Er ist da gerade mal stolz drauf. Oh, unfassbar. Unfassbar, wie dieser Mensch einfach schon degeneriert ist. Unfassbar, wie dieser Mensch überhaupt kein Gefühl mehr dafür hat, was man zeigt und was nicht. Es ist einfach null. Es ist nichts mehr da. Beispiel mit. Selbst ich zeige euch schöne Menschen in Santa Monica, damit ihr das nicht mit ansehen müsst, ey. Dass ich mich vor Kindern entblöße. Das habe ich nie bejaht, habe ich aber auch nie abgestritten. Und zwar ist die Situation die folgende gewesen: Ich habe dir auch schon ein paar Mal erklärt, Ja, hast dass du. ich damals hier einen Idioten vor meiner Haustür hatte, der behauptet hat, du hast keine Eier, hast keinen Schwanz, hast keine. Und dann habe ich gesagt: Doch, habe ich. Und habe einfach mal das Höschen gelüftet. Ja, und ich habe dich auch schon dafür kritisiert, dass man nicht auf einer öffentlichen Straße steht, wo man einfach nie hundertprozentig sicher sein kann, wer gerade von wo zuguckt und seine Hose runterlässt. Das macht man nicht in unserer Gesellschaft als normaler Mensch. So. Nein, ich behaupte auch nicht, dass wenn jetzt heute Rainer vor einem kleinen Kind stehen würde und er dieses Kind sehen würde, dass er dann die Hose runterlassen würde. Das würde er einfach nicht machen. Aber ich sag, das ändert nichts daran, dass du dumm genug warst, es zu tun. Und dass dieses Kind irgendwas gesehen hat davon. So. Und deswegen macht man das nicht in der Öffentlichkeit. Bescheuert. Aber alle Hater lügen, weil die sagen, ich ziehe mich vor Kindern aus. Das hast du einmal gemacht. Wir haben einmal ein Beispiel davon gesehen. Du hast diese Geschichte selber erzählt. Mit was für einer Intention du das getan hast, ist mir egal. Stell dich nicht in die Öffentlichkeit und lass deine Hose runter. Bescheuert war in der Situation, dass da anderer in einem Auto mit einem Kind auf dem Rücksitz saß. Also das Kind saß auf dem Rücksitz, er saß auf dem Fahrersitz und er stand halt zufällig da daneben und hat es halt gesehen. Sein Kind konnte es aus dem Winkel nicht sehen. Und selbst wenn es das. Ja, dass das Kind aus dem Winkel das überhaupt nicht sehen konnte, das ist jetzt eine neue Version der Geschichte, ne? Eine neue Lüge. Gesehen hätte, habe ich das Kind nicht gesehen. Was im Klartext bedeutet, ich habe nicht das Kind im Fokus gehabt, sondern den Erwachsenen. Und deswegen ist die Aussage, dass ich mich vor Kindern ausziehe, eine Lüge. Und zwar von den Hatern. Das ändert alles, Leute. Habt ihr das gehört? Also, er hat damals nicht abgestritten, dass das sein Dickpick war. Also muss er immer die Wahrheit sagen. Die Hater haben das behauptet. Also müssen die Hater immer lügen. So, das ändert ja alles. Haltet die Druckerpressen an. Das muss in die Zeitung. Ich habe mich nicht vor Kindern ausgezogen. Zumindest nicht bewusst. Sowas ist bescheuert. Auch das ist so ein Satz, den muss man mal wirken lassen, ne? Ich habe mich nicht vor Kindern ausgezogen. Achtung, nicht bewusst. Auch das ist etwas, was ich Gott sei Dank niemals in meinem Leben sagen werde. Aktion an sich war komplett bescheuert. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Die Aktion, dass ich überhaupt die Hose gelüftet habe, war total bescheuert. Aber es ist nun mal passiert. Und es war nicht in dem Gedanken, dass ich mich von einem Kind ausziehe, um Gottes Willen. Du hast es aber wissentlich in Kauf genommen, dass es irgendjemand sehen könnte. Er stand auf einer öffentlichen Straße und hat die Hose runtergelassen. Wer sagt, dass im Nachbarhaus nicht gerade in diesem Moment ein Kind aus dem Fenster guckt? Er weiß, dass in seiner Nachbarschaft Familien mit kleinen Kindern leben. Das sagt er immer nur dann, wenn er sagt, oh, die Hater machen hier Lärm, hier gibt es Leute mit kleinen Kindern. Nur dann interessiert ihn das. So, mal abgesehen davon, dass man heutzutage im Fernsehen und Internet Schlimmeres sieht. Lass mich kurz überlegen. Nee, das ist ja kein Argument. Im Fernsehen und im Internet kann ich mir auch einen Krimi angucken, wo Leute ermordet werden. Deswegen kann ich keinen Menschen auf der Straße verprügeln und sagen, ja, aber im Fernsehen sieht man Schlimmeres.
Ach, es gibt noch viele Beispiele. Mir fällt jetzt bloß nichts anderes ein. Was war noch eine Lüge der Hater? Die Aussage zum Beispiel, ja, ich weiß, ich komme immer wieder mit der Aussage an, das langweilt. Die Aussage mit, die Haut ist kein Organ. So. Das ist keine Lüge und keine Wahrheit. Ich habe da eine Meinung dazu. Doch, das ist eine Wahrheit, ein biologischer Fakt. Und du bist so ein kleiner Mensch, in deinem Kopf bist du so klein, dass du bis heute es vor dir selbst verargumentieren musst, dass du sagst, nein, das ist kein Fakt, das ist eine Meinung, ich habe eine andere Meinung, weil du so klein bist, dass du bis heute, Jahre danach, nicht zugeben kannst, da habe ich mal was Falsches gesagt. Deswegen halten wir dir das immer wieder vor, weil wir wissen, wie sehr das in dir nagt, weil du das einfach nicht sagen kannst. Wir sagen nicht, dass es das eine Lüge ist, wir sagen, dass du etwas Dummes gesagt hast und du kannst bis heute nicht zugeben, dass du etwas Dummes gesagt hast. Und deswegen holst du es immer und immer und immer wieder raus. Und deswegen sagen wir es immer und immer und immer wieder und auch die Besucher bei dir vorm Haus, weil du dieses Thema nicht sein lassen kannst, also lassen wir dieses Thema nicht sein. Jetzt macht er es wieder. Er verargumentiert jetzt wieder, dass er das gesagt hat, aber das ist ja nicht, ne, es ist nicht sein Fehler. Hört es euch an. Und es ist ja schon wieder ein Kapitalverbrechen, wenn man eine Meinung zu etwas hat. Ich habe eine Meinung dazu und diese Meinung wird von anderen nicht respektiert, weil es eine allgemeine Meinung dazu gibt, beziehungsweise weil es ein offizielles Statement dazu gibt, dass das so ist. Jetzt kann sich schon jeder denken, wovon ich spreche. Es ist ein Fakt. Es gibt ein offizielles Statement dazu. Er argumentiert hier wie so ein Flat Earther. Ich bin der Meinung, die Welt ist flach. Die allgemeine Meinung ist, dass die Welt rund ist. Und das offizielle Statement ist auch, dass die Meinung ist auch, dass die Erde rund ist. Aber deswegen kann ich ja meine eigene Meinung haben. Deswegen ist es ja nicht falsch, was ich sage. Das ist nur das offizielle Statement. So ein Bullshit. Es ist das offizielle Statement, dass Regen von oben nach unten fällt. So, ich kann ja auch meine andere Meinung dazu haben. Wir beobachten hier einen Menschen, er wird jetzt 32 Jahre alt und er hat es nicht mal in seinem Leben geschafft, geistig auch nur so groß zu werden, dass er sich einmal hinstellen kann und sich einmal sagen kann, hey, wisst ihr doch damals, vor 3 Jahren, da habe ich was gesagt, das war falsch. Nee, es ist seine Meinung, das ist nicht die offizielle Meinung, das ist nicht das offizielle Statement. So werden biologische Fakten relativiert. Alles nur, der ganze Scheiß nur, damit Rainer nicht sagen muss, ach, ich habe vielleicht was Falsches gesagt. Unfassbar. Was für ein kleiner, armer, beschränkter Mensch du bist. Ich rede von, die Haut ist kein Organ. So. Die Hater haben das damals unfassbar breit getreten. Aber was sie nicht erzählt haben und auch nicht veröffentlicht haben, bis heute nicht, ist damals bei dem Discord-Gespräch, beim Teamspeak-Gespräch, meine ich, wo wir uns damals unterhalten haben, wo wir über dieses Thema und über auch noch Deutsche Bahn und so einiges über diskutiert haben, wurde damals auch das Thema aufgegriffen mit, die Haut ist kein Organ. Und die haben das aufgenommen. Und das hinterher veröffentlicht. Und das war letzten Endes halt dann auch die Aussage, die dann gekommen ist. Die haben aber nicht alles veröffentlicht. Was ich damals nämlich. Natürlich haben die nicht alles veröffentlicht. Der wichtige Teil, der Teil, wo Rainer der Coole ist, der wird nie veröffentlicht von den Hatern, ne? Ist klar. Ich noch sagte, während wir noch diskutiert haben, und ich sagte, dass ich die. Ihr habt nicht diskutiert. Du hast gesagt, das ist so. Und jeder, der dir gesagt hat, dass es nicht so ist, war ein böser Hater. Nicht für ein Organ halte, wurde dann damals gesagt, okay, ich schaue jetzt einmal nach, hab's gegoogelt und dann stand tatsächlich im Internet, ja, die Haut ist ein Organ. Und dann habe ich folgenden Satz abgeliefert. Okay, ich habe gerade nachgegoogelt, ihr habt recht, von offizieller Seite her ist es ein Organ. Und dann habe ich gesagt, im selben Atemzug, aber ich empfinde das anders. Kurzum, ich habe eine eigene Meinung. Und dann ging es. Unfassbar. Nee, nee, er ist verloren. Dieser Mensch ist verloren. Auf gar keinen Fall. Wenn er es selber gegoogelt hat, wenn das da stand und er sagt, ja, aber ich habe eine eigene Meinung, das ist halt nicht so. Wie soll irgendjemand diesen Menschen noch erreichen und dazu bringen, etwas in seinem Leben zu ändern? Vollkommener Quatsch. Das Drachengame wird weitergehen bis zur großen Katastrophe.
Etwas anderes ist bei diesem Menschen nicht mehr möglich. Er ist verloren. Für diese Welt und für diese Gesellschaft. Ist los. Und ja, das kannst du aber nicht anders sehen. Weil wenn das so ist, wenn das so feststeht und so weiter und so fort und überhaupt und sowieso, dann muss das so sein. Weil alle anderen haben recht und du nicht. Und eine eigene Meinung zu etwas... Darum geht es. Jetzt mal ohne Scheiß, darum geht es. Wenn ich ihm sagen würde, Rainer, dein Herz pumpt das Blut durch deinen Körper. Und Rainer sagt, nee, das funktioniert nicht so. Dann sagt er, ohne Scheiß, nee, mir fehlen da die Worte für. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Alle anderen Leute, wirklich, er nimmt dort Fakten. Fakten. Der Regen fällt von oben nach unten. Die Erde ist rund, die Haut ist ein Organ, Gras ist grün. Wenn er irgendetwas anderes sagt, dann liegt er falsch. Und sein Gehirn macht daraus, alle anderen haben eine andere Meinung, deswegen muss ich ja falsch liegen. Nein, du liegst falsch, weil du falsch liegst. Sein ganzes Leben besteht nur aus Meinungen. Das ist das Problem. Deswegen kann man ihn nicht erreichen. Man kann ihm nicht sagen, Rainer, du brauchst Scheiße in deinem Leben. Du musst etwas anderes machen. Du musst jetzt etwas anderes machen, damit du das überlebst. Das ist deine Meinung. Man kann ja alles beantworten mit, das ist deine Meinung. Rainer, du kannst das nicht machen. Das ist gegen das Gesetz. Das ist deine Meinung. Ich habe meine eigene Meinung. Das ist unfassbar, wie ein Mensch so werden kann in seinem Alter, wie ein Mensch einfach so werden kann. Das Ganze hier ist ein dermaßen grausames Bio-Experiment, wie sehr man einen Menschen verhunzen kann, wenn einfach alles in seinem Leben falsch ist, weil dieser Typ einfach so dämlich ist. Unfassbar. Wo alle recht haben, gibt es nicht. Ich sag, klar gibt's die. Ich kann klar meine eigene Meinung haben. Wo bist denn du aufgewachsen, Alter? Und es ist halt immer wieder so gewesen. Das ist immer wieder so. Und die anderen Leute werden zum Problem erklärt. Das ist halt einfach so. Wir reden von einem Fakt, einem biologischen Fakt, etwas, was in der Medizin so ist. Jemand, der ihm sagt, dass er falsch liegt, hat eine andere Meinung. Und dieser, wenn er ihm sagt, dass er falsch liegt, respektiert er Rainers Meinung nicht. Und das ist ein Problem. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass Rainer falsch liegt. Das Problem ist, dass ihn jemand darauf hinweist, dass Rainer falsch liegt. Ein verlorener Mensch. So gingen jahrelang. Und dann kam es immer wieder auf. Unfassbar. Kurz gesagt, hier haben wir zwar keine Lüge in dem Fall, aber etwas, was von den Hatern künstlich aufgepusht wurde, indem sie Informationen zurückgehalten haben. Ein Fakt, der übrigens äußerst häufig vorkommt. Nein. Auch es ist die Art und Weise, wie du damit umgehst, worüber ich mich jetzt hier aufrege. Sag einen Tag später, hey Leute, ich hab's gegoogelt, ich lag falsch. Und zwei Tage später redet niemand mehr darüber, weil die Leute reden über irgendwelche andere Scheiße, die du verzapft hast. Es ist nicht das, was Rainer sagt, es ist die Art und Weise, wie er damit umgeht, wenn er damit konfrontiert wird, wie bei allen anderen Sachen auch. Deswegen kann man 10.000 Mal die gleichen Sachen sagen, um ihn zu triggern, kein Problem. Übrigens, vor allem in so Discord-Aufnahmen und Streams kommt es oft vor, dass die irgendwelche Aussagen oder Zwischenparts rausschneiden. Weil häufig ist es so, dass von 10 Leuten im Raum 5 Leute sprechen, von denen man aber nur 2 hört. Mich und eine Person oder manchmal auch 2 oder 3 Personen. Aber man hört nie alle, die sprechen, weil da immer wieder was rausgeschnitten wird. Letzten Endes ist es einfach klar, die Hater und die ganzen Vollpfosten machen immer den gleichen Käse und wiederholen immer wieder alles. Ich gucke mir hier das gleiche Video an wie vor 10 Monaten. Du hast schon wieder behauptet, dass du gerade eine Freundin hast und du spielst wahrscheinlich die nächsten Tage wieder Zelda Breath of the Wild. Dein ganzes Leben ist ein Kreislauf. So, und wir drehen uns nur mit dir mit. Natürlich machen wir Hater immer wieder das Gleiche. Ich erzähle auch immer wieder das Gleiche in meinen Videos. Ich hoffe, es gefällt euch. Aber wir drehen uns nur mit, weil wir uns mit dir drehen, weil du dich immer nur im Kreis drehst. Aber weißt du, was das Schöne ist? Irgendwann steige ich mal aus diesem Karussell aus. Dann sage ich einfach Stopp. Und dann mache ich einfach was anderes. Und dann geht mein Leben weiter. Und du wirst dich weiter im Kreis drehen. Und andere Leute werden sich weiter im Kreis drehen. Solange bist du, ja, dich nicht mehr im Kreis drehen wirst. Und ja, auch ich wiederhole immer wieder alles. Aber es ist trotzdem so, wenn man die Hater und mich auf eine Waagschale setzen müsste, wer würde wohl wirklich weggeflogen werden, wegfliegen, weil er zu leicht ist? Ich oder die Hater? Und ich rede jetzt nicht vom körperlichen Gewicht.
sondern ich rede vom Gewicht der Lügen. Vermutlich würde Es ist vollkommen sinnlos. Es ist vollkommen sinnlos. Man erreicht ihn da nicht mehr. Alle Hater sind immer am Lügen. Er sagt immer die Wahrheit. Und wenn er mal lügt, dann gibt er ja zu, dass er lügt. Das ist ja nicht das Problem. Jetzt mal ohne Scheiß, wirklich. Also wirklich. Was ist denn die, was ist, erzählt mir mal eine Lüge, die die Hater erzählt haben. Wir müssen uns nichts ausdenken. Die Sachen, die Rainer macht und sagt, sind utopisch genug. Wir müssen einfach nur das wiederholen, was er sagt. Wir müssen einfach nur über das berichten, was er sagt. Wir müssen uns keine Lügengeschichten über ihn ausdenken. Das macht er ganz alleine. Aber er versteht es nicht. Wenn wir seine Lügen wiederholen, bedeutet das, die Hater lügen. Würde ich wegfliegen, weil ich würde so schnell in der Waagschale nach oben gefeuert werden, dass ich wahrscheinlich auf dem Mars lande. Und nein, ich habe nicht den Mond und Mars verwechselt. Ich meinte bewusst Mars, weil er weiter weg ist. Oh, Weil ich so schnell verrückte. fliegen würde, dass ich da innerhalb von 5 Sekunden ankommen würde. Weil die Lügen der Hater das Gewicht so nach unten drücken würden, dass das Ding mit Lichtgeschwindigkeit mich wegfeuern würde. Da hatte ich neulich auch eine Diskussion mit jemandem, Lichtgeschwindigkeit würde nicht funktionieren, mit Materie kann sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, bla bla bla. Darum geht's nicht. Ja. Bestimmt hat er mit jemandem darüber gesprochen. Das sind ja so die Art von Gesprächen, die man mit Rainer führt, ne? Ist klar. Ich weiß, dass es nicht so ist. Materie kann sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Oder zumindest nicht ohne sich selber zu zerlegen. Dein Unterkiefer wird sich mit Lichtgeschwindigkeit Richtung Boden bewegen, wenn die Richterin das im September das Urteil vorliest, mein Freund. Das ist dann auch Materie, die sich verdammt schnell bewegt. Es ist letzten Endes aber so, Letzten Endes. dass diese ganze Aktion von den Hatern und die ganzen Aussagen von den Hatern. Ja, er geht. Wärst du mal Es ins ist Bett einfach eine einzige gegangen? Lüge. Es ist eine einzige Lüge, was die abziehen. Und das seit Jahren. Ja, ich habe gelogen. Aber wie ich schon sagte, ich verheimliche das nicht. Und ja, ich habe auch schon die Wahrheit gesagt. Aber das wird von den Hatern wiederum verheimlicht, beziehungsweise es wird von den Hatern als Lüge hingesetzt. Wenn ich sage, der Himmel ist blau, dann werden die Hater garantiert sagen, der Himmel ist grün. Wobei es beim Himmel ist blau, Himmel ist grün, ein bisschen schwierig ist, ne? Ja, aber Rainer, der Himmel ist grün, wäre doch dann meine Meinung. Dann habe ich doch eine Meinung. Und die Meinung ist dann nicht deine Meinung. Und die Meinung ist auch nicht die allgemeine Meinung, die Meinung von der Mehrheit und auch nicht das offizielle Statement. Aber trotzdem ist der Himmel ja dann grün, weil ich das sage. Oder? Diese Position nimmst du dir selber raus, aber das checkst du nicht mehr. Aber wenn ich A sage, sagen die Hater grundsätzlich B. Immer. War schon immer so, wird immer so sein. Ja, weil du auch immer grundsätzlich Scheiße laberst und Scheiße machst und dann kann man ohne Probleme das Gegenteil von dem tun, was du machst und ist immer auf der guten Seite. Letzten Endes Letzten sage ich das auch viel Endes. zu oft. Ach, guck mal, es ist uns Also aufgefallen. den Satz letzten Endes sage ich viel zu oft. Letzten Endes ist kein Satz, sondern ein Wort. Mir fällt dazu auch nichts ein. Das Video geht noch 15 Minuten. Es wäre schön, wenn dir dazu nichts mehr einfallen würde. Ich merke schon langsam, dass ich ganz schön viel gelabert habe. Die Hater haben im Laufe der Jahre viel Scheiße gebaut. Die Hater haben im Laufe der Jahre meinen Ruf komplett zerstört. Nein, deinen Ruf hast du schön selber zerstört. Die Hater haben dich nicht gezwungen, auf der Straße zu stehen und richtig schlimme Sachen zu deinen Nachbarn zu sagen. Hat er erst letzte Woche wieder im Stream gesagt, dass er auf seine Nachbarn scheißt. So. Deine Hater haben dich zu gar nichts gezwungen, Rainer. Deine Hater sind nur das Echo. Schreien tust du selber. Ich bin nicht mehr in der Lage, diesen zu reparieren. Besser gesagt, ich bin nicht in der Lage, ihn zu kitten, solange ihr mir dabei nicht helft. Denn, wie gesagt, es gibt. Solange ihr mir dabei nicht helft, seine Zuschauer, ist klar. Rainer kennt nur eine einzige Form von Probleme lösen. Andere Leute lösen seine Probleme. Er ist nicht dazu in der Lage. Mehr als ein Beispiel. Die Sache, ich habe es jetzt gerade nochmal erklärt, die Sache, mit der ich ziemlich vor Kindern auf. Völliger Schwachsinn. Und die Aussage mit, beziehungsweise ich habe euch sogar erklärt, wie der Sachverhalt war. Warum sollte ich das machen? Ich könnte es auch einfach abstreiten. Das meine ich halt, ne? Das sollte man vielleicht nochmal deutlicher machen. Warum habe ich euch den Sachverhalt mit dieser Sache, ich ziehe mich vor Kindern aus, erklärt, wie der Sachverhalt ist? Warum?
weil dir total egal ist, was die Hater sagen. Und ne, du kannst nichts im Raum stehen lassen. Nichts. Vor 2 Wochen stand jemand vor deinem Haus und hat gesagt, dass du keine T-Shirts zum Wechseln hast. Daraufhin hast du ein Video gemacht, wo du uns deine T-Shirts gezeigt hast. Du kannst nichts im Raum stehen lassen. Du musst zu allem irgendwas sagen. Du musst alles auf deine verquere Art und Weise umdrehen und das so erklären, wie es bei dir Sinn macht, obwohl es keinen Sinn macht. Und dann sagen, jetzt habe ich das aber klargestellt. Und jedes Mal wieder hoffst du, dass du, ich habe das jetzt aber mal klargestellt. Jetzt werden die Leute sicher sehen, dass das nicht so ist. Aber niemanden interessiert das. Seit 5 Jahren machst du Videos, wo du den Leuten versuchst zu erklären, wie das bei dir ist. Aber es hat sich nie irgendwas geändert. Warum? Weil die Leute darauf scheißen, was du sagst. Weil die Leute wissen, dass es nur Lügen sind. Es ändert nichts. Also hör doch einfach auf, die Sachen zu erklären. Dann würdest du auch vielen Leuten Zeit sparen. Es ist ganz einfach. Aber jedes Erklärvideo sind ja Kohlen auf YouTube. Ich hätte es abstreiten können. Hätte ich es abgestritten, hätte es mich aber zum Lügner gemacht. Was bedeutet, warum habe ich es nicht gemacht? Ich werde zu. Weil du ein durch und durch ehrlicher Mensch bist, das möchtest du mir doch jetzt sagen, oder? So was Lügenlaut bezeichnet. Also eine Lüge mehr oder weniger würde den Kunden fett machen. Aber ich mag keine Lügen. Lügen tun. Unfassbar. Unfassbar. Sein ganzes Leben besteht nur noch aus Lügen. Was? Vor ein paar Tagen. Er hat doch jetzt im Stream, hat er behauptet, dass er jetzt wieder eine Freundin hat? Jetzt mal ohne, vollkommen egal. Jedes einzelne Video, jedes einzelne Stream, nichts als Lügen. Es besteht nur noch aus, sein ganzes Leben besteht nur noch aus Lügen, weil er kann die Wahrheit nicht sagen. Weil die Wahrheit ist traurig. Die Wahrheit ist, dass du dein Leben verkackt hast. Dass du in einer Situation sitzt, aus der du nicht rauskommst. Die Wahrheit ist traurig. Die Wahrheit tut weh. Und deswegen lügst du, wenn du den Mund aufmachst. Tue ich nur dann, wenn ich keine andere Wahl habe. Und wenn ich es nur dann machen kann oder machen muss, um für mich oder für andere, die mir wichtig sind, einen Schutz aufzubauen. Kennt man ja, ne? So als normaler Mensch hat man ja verschiedene, man hat ja Gründe, um zu lügen, ne? Also, ne? Ich lüge ja nur dann und dann und dann und dann. So, das ist ja ganz normal. Das macht ja jeder Mensch so. Und nicht ein Mensch, der krankhaft lügt. Ist es mit vielen anderen Sachen. Die Aussage, so erstmal Arbeitspulli runter zum Beispiel, die wurde auch total ausgebaut, wurde auch total. Ja? Aber Tatsache ist, das ist mein Pulli, den ich zur Arbeit anhatte. Immer. Und ich hatte an dem Tag gearbeitet. Ich weiß nicht mehr, wann ich diesen Stream gemacht habe. 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, wurde ja 15, 16 Uhr, weil. Er hat schon mal selber zugegeben, dass er diesen Arbeitspulli extra für den Stream angezogen hat. Und es war zu einer Zeit, wo wir halt wussten, dass du nicht mehr arbeitest, weil Steam gibt es ja auch fürs Handy. Ich bin da erst um 14 Uhr von der Arbeit gekommen. Eigentlich erst um 15 Uhr. Weil ich habe immer eine. Einzelne Beispiele, die über 5 Jahre her sind. Und ich kann mir jeden Stream anmachen und in einer Stunde Stream lügt er 20 Mal. So, aber ist ja vollkommen egal, weil er hat ja irgendwann mal die Wahrheit gesagt. Er ist ja kein Lügner, ne? Er mag keine Lügen. Halbe Stunde Heimweg. Oder hatte ich damals. Und letzten Endes war das keine Letzten Lüge. Endes! Was zum Beispiel übrigens eine Sache ist, das kann man auch nochmal ansprechen, was eine Sache ist, was die Hater gerne durch den Dreck ziehen, beziehungsweise wo die Hater sich gerne dran aufgeilen, ist die Aussage von mir, in der ich sage, warte mal kurz, in der ich sage, dass ich überlege, mich selbstständig zu machen als Schichtarbeiter, wobei dieser Satz dann wieder komplett umgemodelt wurde. Damals habe ich Folgendes erklärt. Ich habe aufgrund der vielen Jahre durch Zeitarbeitsfirmen und verschiedene andere Firmen und Möglichkeiten, habe ich im Lauf der letzten Jahre, das ist mittlerweile auch schon Jahre her, also ist nichts mehr Aktuelles, Kontakte in verschiedene Firmen aufgebaut. Kontakte zu verschiedenen Vorarbeitern, zu verschiedenen Chefs und generell zu verschiedenen Firmen. Und ich habe mir. Rainer ist nicht der Typ, der Kontakte aufbaut, weil er immer nur ein Hilfsarbeiter war. Für ihn ist wahrscheinlich ein Kontakt, da war irgendjemand, der hat ihm jeden Tag gesagt, was er tun soll. Dann hat Rainer gesagt, jetzt habe ich einen Kontakt zu dem. Zu Rainer hat man keinen Kontakt. Man hat als normaler Arbeiter, vor allen Dingen auf dem Level von Rainer, hat man keinen Kontakt zu irgendwelchen Leuten. Natürlich hat man Kontakt zu Leuten auf der Arbeit, aber das sind halt keine Kontakte so, ach, ich habe jetzt Kontakte, die können was regeln. Das ist vollkommener Quatsch. Damals gedacht,
Ich könnte mir eigentlich versuchen, könnte mich versuchen, selbstständig zu machen, indem ich meine Arbeitsdienste bei verschiedenen Zeitarbeitsfirmen anbiete. Ich hätte dann versucht, mit Seine Dienste bei verschiedenen Zeitarbeitsfirmen anbieten als Selbstständiger. Folgendes wollte Rainer machen: bei der Zeitarbeitsfirma, die ihn auch mit einem Vertrag anstellen kann, die Firma, die ihn anstellt für 8 Euro die Stunde, wollte Rainer zu der gleichen Firma gehen und sagen: Hey Leute, ich bin jetzt selbstständig, ich kann die gleiche Arbeit, die ich so normalerweise für 8 Euro gemacht habe, mache ich jetzt für euch für 5 und ihr könnt mir 15 Euro dafür geben. Das ist halt auch einfach ein Plan, der an Hirnverbranntheit kaum zu überbieten ist. Mal abgesehen davon, ich kenne ein paar Leute, die selbstständig sind. Jeder Mensch, der selbstständig ist, wird dir sagen, dass es in Deutschland selbstständig sein halt ein Riesenarsch voll Papierarbeit ist und hast nicht gesehen und Buchhaltung und so weiter. Vollkommen utopisch, dass Rainer das hinkriegen würde. mich schlau zu machen, wie viel ein Und Rainer hat nichts gelernt. Rainer wollte sich selbstständig machen und einfach alles machen. Ich kann ja den Boden putzen, ich kann ja dies machen, ich kann ja Gartenarbeit machen. Rainer wollte sich selbstständig machen und hat nie vernünftig einen Job gelernt. Er hat keine Ausbildung. Nachdem er, weiß ich nicht, zu diesem Zeitpunkt 1,5 Jahre bei Zeitarbeitsfirmen gemacht hat, wo du auch wirklich nur die letzten Dulli-Arbeiten machst und irgendwas vom Boden aufheben musst oder so, hat er sich gedacht, weißt du was, ich mache mich jetzt damit selbstständig. Es ist vollkommen nackt. Es beweist einfach so sehr, dass dieser Typ überhaupt keine Ahnung von der normalen Arbeitswelt hat. Er weiß nicht, wie normale Menschen denken. Und vor allen Dingen hat er keine Ahnung, was jemand macht, der selbstständig ist. eine Selbstständig sein bedeutet in Rainers Kopf nur: Oh, ich bin selbstständig, ich bin mein eigener Chef, niemand kann mir irgendwas sagen und am Ende geben mir die Leute Geld. Das ist ja das, was er auf YouTube macht. Im Prinzip ist er ja ein Selbstständiger auf YouTube. Er macht das, was er meint, die Leute geben ihm Geld und er lässt sich von niemandem was sagen. So, das ist ja seine Traumkarriere. Nur zu welchen Kosten? Was hat er alles dafür bezahlt, dass er jetzt irgendwie ein paar tausend Euro im Monat auf YouTube verdient? Herzlichen Glückwunsch. Wie viel zum Beispiel ein Arbeitsvermittler, also eine Zeitarbeit, habe ich gerade Jobcenter die ganze Zeit gesagt? Ich meine Zeitarbeit, Entschuldigung. Ich habe auch keine Ahnung, was er die ganze Zeit gesagt hat. Ich hoffe, dass dieses Video bald endet. Ich wollte mich damals dann schlau machen, was eine Zeitarbeitsfirma verlangt, wenn die einen Arbeiter irgendwo hinsetzen. Weil ich als Zeitarbeiter habe damals bekommen etwa 8 Euro in der Stunde, 8,5 Euro manchmal, also 8,30 Euro. Und nicht mal die war er wert. So, Entschuldigung, da ist schon wieder ein Hater unterwegs. Nachts um 2:41 Uhr. Muss ich mir eben aufschreiben. So, Entschuldigung. Also ich habe heute Nacht um 2:41 Uhr habe ich geschlafen, weil ich Frühschicht habe. Ist sehr zu empfehlen. So, ja, es ist so. Viele behaupten, dass ich lüge. Ja. Und wie gesagt, ich streite nicht ab, dass ich schon gelogen habe. Jeder Mensch lügt irgendwann mal. Ob es Aber nicht so krankhaft. Lügen, obwohl die Lüge überhaupt nichts bringt. Bei allem Lügen. Lügen, wie viel du schläfst. Lügen, wie viel du gegessen hast. Was überhaupt niemanden interessiert. Krankhaft. Nein. Das Problem ist, dass du es krankhaft machst. Und dass jeder Mensch, der dich ein bisschen kennt, weiß, dass er dich nicht weiter kennenlernen muss, weil mit einem Menschen, der so krankhaft lügt, ne, wie soll ich mit dir eine persönliche Beziehung aufbauen, wenn ich weiß, dass du mir bei der ersten Gelegenheit die Hucke voll lügst, nur damit es zu deinem Vorteil ist? es nun eine willentliche oder unwillentliche Aktion ist. Aber es gibt zwei Arten von Lügen. Es gibt Lügen. Ja klar, ich meine, man hat ja unterschiedliche Arten von Lügen in seinem Leben. Das ist ja überhaupt nicht krank oder so. Lügen, um zu schützen und Lügen, um sich zu bereichern. Die Hater machen Letzteres, indem sie versuchen, mich in Ungnade zu stoßen, indem sie über mich Lügen ohne Ende verbreiten. Ich meine, wenn ich schon so oft im Knast gelandet wäre, wie die Hater über mich behauptet hätten, mein lieber Scholli, die haben allein im letzten Jahr behauptet, heute Abend geht's in den Knast, morgen geht's in den Knast, übermorgen. Ach,
Zählt er das jetzt als Lügen? Das ist irgendeine Trollscheiße, die die Leute auf Twitter schreiben. So. Das sind halt keine Lügen. Das interessiert halt auch niemanden. Ob irgendjemand in der Drachengame-Bubble irgendwas auf Twitter schreibt, vollkommener Quatsch. Das ist ja. Nee, das hat ja nichts damit zu tun. Geht ins Knast. In des Jahres geht's ins Knast. Ja, jetzt wird behauptet, Ende dieses Jahres geht's in den Knast. Und auch das wird sich nicht bewahrheiten. Wir werden sehen. Und wenn nicht, dann werde ich hier trotzdem sitzen. Ist halt letzten Endes immer der gleiche Käse. Die Hater. Und wenn er nicht in den Knast geht, wird irgendwas im September passieren, was Konsequenzen für ihn haben wird. Das kann nicht so weitergehen, wie es diesen Sommer gegangen ist. Irgendwas wird passieren. Und wenn er nicht in einer Gefängniszelle landet, dann wird trotzdem irgendetwas passieren. Die Justiz, die kann sich das einfach nicht mehr angucken. Lügen ohne Ende. Und wer die Augen aufmacht Aber jetzt habe ich ja auch gerade gelogen, ne? Weil ich weiß es ja nicht. und schaut, würde es auch erkennen. Was die Hater schon alles über mich erzählt haben, das geht auf keine Kuhhaut, wie man so schön sagt. Er hat es gerade selber gesagt. Wenn die Leute die Augen aufmachen und gucken, dann sehen die das doch. Ja, Rainer, wenn die Leute die Augen aufmachen und dich angucken und wirklich sehen würden, dass die Hater nur lügen und dass das alles überhaupt gar nicht stimmt, was die Hater sagen, dann würdest du dieses Leben nicht haben. Dann hättest du Leute, die auf deiner Seite wären, Leute, die dich unterstützen würden. Nee, jeder einzelne Mensch, der vor deinem Haus steht, lehnt dich ab. Weil die Leute dich angucken und bemerken, was für ein Mensch du bist. Du hast es gerade selber gesagt. Wenn die Leute nur gucken würden, ne? Das ist das Echo, was kommt. Das ist die Welt, die dir einen Spiegel vorhält. Wenn 100% der Leute, die vor mir stehen, sagen, dass das, was ich mache, scheiße ist, dann würde sich jeder normale Mensch darüber Gedanken machen. Oder ich erkläre mich selbst für unbesiegt und werfe die nächsten 10 Jahre mein Leben weg. Ich bin Pädophil, angeblich. Ich bin Sodomist, angeblich. Ich bin. Sowas kommt davon, wenn man in einem Video sagt, dass man mal mit einem großen Wassertier Geschlechtsverkehr haben möchte. Seine Worte. Ich erfinde das ja nicht, aber ich bin ja jetzt schon wieder ein Hater, der eine Lüge verbreitet hat. Ist klar. Nationalsozialist, angeblich. Ich bin Punk, war ich mal. Gut, das stimmt. Der Zentralrat der Punks distanziert sich bis heute davon. Ich bin viel mit Punks rumgegangen. Früher richtiger Punk war ich eigentlich nie. Also so stimmt das auch nicht. Ich bin ein komplettes Arschloch, weil ich meine eigene Meinung habe. Ich kann nicht mit Kritik Nein, du bist ein komplettes Arschloch, weil du ein komplettes Arschloch bist. umgehen. Ich kann mit Kritik umgehen. Nein, 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 nein. Ich würde ihn am liebsten wie einen Hund mit der Nase da reinstupsen. Nein. Wenn du irgendwas in deinem Leben nicht kannst, dann ist es mit Kritik umgehen. Bullshit. Wenn sie entsprechend gegeben wird. Wenn jetzt einer sagt, ey du Arschloch, du bist voll Schisse, mach mal das so und so, du Arschloch. Dann denke ich mir auch, nope. Nein, du denkst gar nicht, das ist das Problem. Und wenn jemand in deinem Chat schreibt, ach übrigens, Drache, tut mir leid, ich wollte mal sagen, dass das im Moment relativ langweilig ist, dann sagst du, ich lasse mir von niemandem sagen, wie ich meinen Stream zu machen habe und bannst denjenigen. Nein, man kann keine Kritik ad an dich adressieren, egal wie. Nein, das ist eine Lüge, Rainer, und das weißt du ganz genau. Wenn du sagst, du kannst mit Kritik umgehen, wenn sie richtig adressiert wird, du hast gerade gelogen. Haha. Und blockt den. Natürlich muss man dazu sagen, das ist schon ein bisschen so, ne? War. Das war schon ein bisschen übertrieben. Aber Tatsache ist, wenn ich jemand. Nee, das war nicht übertrieben. Jede Form von Kritik hört sich in Rainers Kopf genauso an. Also auch jemand, der in seinem Chat vernünftig schreibt, hey, ich wollte übrigens mal sagen, das und das könnte man besser machen, das hört sich in Rainers Kopf genauso an, wie er es gerade gesagt hat. So, sein Kopf macht das daraus, weil der Typ kann es einfach nicht ertragen, dass irgendjemand ihm irgendetwas vorschreibt. In seinem Kopf hört sich das so an. Das ist das Problem. Jemanden versuche zu kritisieren, versuche ich das ein bisschen durch die Blume zu sagen. Folglich, ich gehe hin und sage, ey, das ist voll scheiße, was du da machst. Sondern ich gehe hin und sage, hey, schau mal, vielleicht kannst du das so und so machen. Die Möglichkeit, das so und so zu machen, würde dir das alles verbessern. Was die Leute in deinem Chat machen und du bannst sie danach. Du Heuchler.
Das bedeutet Heuchlerischer Lügner bist du. nicht, ich gehe hin und sage, mach. Der sich jetzt wieder in einem Video wieder so dahinstellt und im nächsten Stream bist du wieder der wie immer. Ist halt einfach so, weil du jetzt gerade irgendwie versuchst, Sympathiebarren irgendwie mit diesem Video einzusammeln. Ein Heuchler bist du und ein Lügner. Und ich werde niemals aufhören, das zu sagen. Mach mal das so und so. Was denn? Doch, ich werde aufhören, das zu sagen, wenn du aufhörst zu lügnen. Zu lügen. So. Leute, sorry, ist es für mich auch schon ein langes Video. Wenn er einfach aufhören würde, dann muss ich dazu auch nichts mehr sagen. Aktion und Reaktion. So einfach ist das. Befehl wäre, sondern ich gebe ihm die Option, schau mal, ob du das vielleicht nicht so und so machen kannst. Könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass Rainer in den letzten Jahren mal irgendwann zu einem anderen Menschen das so gesagt hat, an einem anderen Menschen vernünftige, konstruktive Kritik geäußert hat, Rainer an einem anderen Menschen? Das, was er gerade gesagt hat, könnt ihr euch das vorstellen? Also ich kann es nicht. Auf gar keinen Fall. Hast du im Klartext? Ich gebe eine Option auf. Das ist Kritik, mit der man umgehen kann. Aber hinzugehen und zu sagen, ey, das ist scheiße, mach das so und so. Das wäre hart formulierte Kritik, aber auch das wäre eine Kritik, die man vielleicht mal, ich weiß nicht, einsickern lassen kann oder so. Das ist keine Ich muss mich beeilen, mein Video geht noch 10 Minuten hier, mein Santa Monica-Video. Unfassbar, ey. Kritik, das ist einfach nur beleidigendes Arschlochverhalten. Und auf solche Kritik gehe ich nicht ein oder solche Kritik lösche ich und ignoriere ich. Und das ist Und das ist jede Kritik bei ihm, das ist das Problem. auch nachvollziehbar, glaube ich. Ich glaube, es kommt. Ich habe das Video nicht unterbrochen. Er hat gerade einfach mal 10 Sekunden in die Luft gestarrt. Es ist jetzt auch für ihn schon verdammt spät. Kommen Sie rauf. Ach, es ist noch Besuch da? Ich habe Also, ich habe letzte Nacht gut geschlafen. gesagt, in meinem Leben Scheiße gebaut. Das streite ich nicht ab. Und ich habe auch in meinem Leben Fehler gemacht und auch gelogen. Aber ich habe immer zugegeben, wenn ich gelogen habe. Wenn ich dabei ertappt wurde. Und ich habe. Habt ihr das gehört? Leute, das wiederhole ich euch nochmal. Das sind seine Worte. Achtet mal darauf, was er jetzt sagt in seinen Worten. Immer zugegeben, wenn ich gelogen habe. Wenn ich dabei ertappt wurde. Und ich habe. Nachdem ich dabei ertappt wurde, zugeben, dass ich gelogen habe, macht mich nicht zu einem ehrlichen Menschen. Das macht mich zu einem schlechten Lügner. Und die Leute mögen keine schlechten Lügner. Er hat immer zugegeben, dass er gelogen hat, nachdem er ertappt wurde. Er glaubt wirklich, dass das in Ordnung ist. Das waren gerade seine Worte. Immer versucht, durch meine Lügen mich oder andere zu schützen. So ein Ich habe Bullshit. nie gelogen, um mich zu bereichern. Ich habe nie gelogen, um mich irgendwie besser dastehen zu lassen. Und ich habe nie aus anderen Gründen gelogen. Ich habe immer nur gelogen, wenn es darum ging. Er hat nie gelogen, um sich selbst besser dastehen zu lassen. Er hat nie gelogen, um sich selbst besser dastehen zu lassen. Ich muss das nicht erklären. Jeder, der sich dieses Video anguckt, jeder, der sich mein Video anguckt, weiß das. Er hat nie gelogen, um sich selber besser dastehen zu lassen. Das kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Mich oder meine Freunde und Familie zu verteidigen und zu beschützen. Um nichts anderes in der Welt hätte ich gelogen und habe ich gelogen. Und das sieht man überall. Das sieht man bei allem, was ich mache. Ich habe nicht Ja, bei allem, was du machst, sieht man, dass du lügst. Kein Problem. gelogen, was das Dickpick angeht. Ich habe nicht gelogen, was die Sache mit dem Kind angeht. Da habe ich euch sogar erklärt, was Sache ist. Ich habe euch nicht angelogen mit irgendwas anderem. Wenn ich euch mit irgendwas angelogen habe, dann nur um euch davon abzuhalten, meine Freunde oder meine Familie anzugreifen oder irgendwas anderes. Ich könnte jede Woche, Samstag oder Sonntag, könnte ich ein Video machen, wo ich seine Lügen der Woche zusammenfasse. Kein Problem. Einfach die ganzen Zusammenfassungen von den Streams angucken und einfach durchnummerieren die Lügen. Jetzt mal ohne Scheiß. Habe auch nicht gelogen damit, dass ich keine Jungfrau mehr bin. Ich habe auch nicht damit gelogen, dass Doch, du hast jetzt gerade gelogen. ich eine Freundin habe oder hatte. Ich habe das früher zu Nee, warte, er erklärt das jetzt nochmal. Das wird gut, Leute. zwar schon mal gesagt, zugegeben, ja, aber
Man muss aber dazu sagen, dass ja viele Hater, weil wir mir damals auch verarscht haben, ne? Das ist also Freundin. Ja. Und dann hat es auch immer geheißen, ja, ich habe eine Freundin, die heißt so und so, ist da und da. Ja, dann sind die angefangen, haben die angefangen zu verarschen. Ne? Wie war es mit Erdbärchen? Haben wir auch gesagt, ja, ich habe eine Freundin. Hat sich auch als wahr herausgestellt, auch wenn die Aktion letzten Endes nach hinten losging, weil die Aktion... Habt ihr das gehört? Erdbärchen war seine Freundin. Und das erklärt es ja. Rainer glaubt, wenn er sagt, dass er eine Freundin hat, lügt er nicht, weil er tatsächlich glaubt, dass diese Mädels, mit denen er schreibt, seine Freundinnen sind. Wenn Erdbärchen seine Freundin war, von der hatte er nie irgendwas gesehen, außer ein paar Bilder und Videochats, noch nie getroffen. Wenn das einfach die Grenze ist, ne, dann glaube, Rainer lügt nicht, wenn er sagt, dass er eine Freundin hat. Wenn er 24 Stunden lang per WhatsApp mit jemandem schreibt, von dem er glaubt, dass er eine Frau sein könnte, dann hat er eine Freundin. Und dann sagt er, ich lüge ja nicht. Das ist ja keine Lüge, wenn ich sage, ich habe eine Freundin. Digga, du hast keine Freundin. Das ist das Problem. So, du hast niemals auch. Und ne, wahrscheinlich seine zwei Freundinnen, die er gleichzeitig hatte, ja, wahrscheinlich hat er da einfach mit zwei Frauen gleichzeitig geschrieben. Das ist unfassbar. Dieser Typ hat einfach überhaupt keine Ahnung, was eine Beziehung ausmacht und was es überhaupt bedeutet, eine Freundin zu haben. So, weil Erdbärchen war seine Freundin, das haben wir gerade gehört, ne? Deswegen lügt er ja nicht, wenn er sagt, dass er eine Freundin hat. Mein Gott. Ist schon ein echt einsamer Mensch, der da sitzt um 3 Uhr nachts und in seine Kamera reinredet. Von Erdbärchen diese Scheißaktion war. Aber da war es genau dieselbe Situation. Ich habe in dem Zeitraum, wo ich mit der in Anführungszeichen zusammen war, oder geglaubt habe, zusammen zu sein, hat sie mich verarscht. Und ich habe gedacht, ich bin mit ihr zusammen, weil es auch so geheißen hat. Habe das gesagt, auch in meinen Streams und Videos. Habe dementsprechend nicht gelogen, zumindest nicht wissentlich. Und habe auch. Nein, du hast gelogen, als du so getan hast, dass eine Freundin bei dir wäre, die dich mit Kissen bewirft. So. Und du hast das auch Jahre später mal gemacht, wo du so getan hast, als wenn da irgendwo eine Freundin irgendwo im Hintergrund steht, die wir nicht sehen. So. Aber mit dir alleine war niemals ein weibliches Wesen in diesem Horrorhaus. So, das ist das Problem. Und nicht gelogen, um mich zu bereichern oder so. Ich habe einfach nur die Wahrheit gesagt, die für mich zu diesem Zeitpunkt die Wahrheit ist. Und das ist der feine Unterschied zwischen ich lüge, um mich zu bereichern, und ich lüge, um, anonym zu bleiben oder mein Leben zu führen. Du lügst einfach so. Da musst du auch nicht unterscheiden, du lügst. Es gibt eben immer Pro und Contra. Nur, dass die Waagschale zwischen den Hatern und mir, was Pro und Contra angeht, eher, ich bin das, das sind die Hater, so aussieht. Das Niveau von den Hatern sackt immer weiter ab und irgendwann ist es hier nicht mehr zu sehen. Ich wiederum... Wie zum Beispiel dein Kochen, was man nicht sieht, weil du es nicht im Bild machst. Steigt dabei immer weiter auf und bin auch irgendwann nicht mehr zu sehen, weil ich aber oben drüber bin. Unfassbar, das glaubt er wirklich, ne? Hat er diese Hoffnung gerade? Die Hater sinken immer niedriger und das bedeutet automatisch, das hängt direkt miteinander zusammen. Wenn die Hater immer niedriger werden, wird er dadurch immer höher, bis er irgendwann ganz weit oben ist und dann hat er gewonnen, weil die Hater ganz weit unten sind. Unfassbar. Was ist denn da, was ist denn seine, in dem Spiel würde man sagen, was ist denn seine Win-Condition? Nee, seit Jahren macht er nichts anderes, als da rumzusitzen und zu sagen, ich bin doch noch hier, ich gewinne. Nee, und seit Jahren wird alles nur noch schlimmer. Die letzten 3, 4 Wochen, wir sehen jetzt gerade in diesem Video, wie verrückt er am Anfang von diesem Video war, wie sehr ihn das einfach zusetzt. Er hat nichts mehr zu gewinnen, er verliert jeden Tag und er glaubt halt einfach, lange genug durchhalten, dann wird das auf jeden Fall klappen, ne? Ist klar, auf jeden Fall. Unfassbar, was dieser Mensch sich noch für Illusionen macht. Wenn man sich die Aktionen von den Hatern in den letzten Jahren anschaut, dann sieht man, was die für eine Scheiße verzapfen, dann sieht man, was die für einen Scheiß bauen. Die schreien hier rum, die randalieren hier, die schmeißen hier mit Farbe und was weiß ich noch alles auf mein Grundstück. Und dann wollen sie sich hinstellen und zu mir sagen, dass ich so und so bin und so scheiße bin, weil ich so und solche Meinungen habe oder so und so denke. Oder vor allem, weil ich selbstständig und eigenständig denke. Weil ich nicht dumm und blind dem nachrenne, was andere mir vorgeben. Sorry. Du bist ein heuchlerischer Lügner, der sein ganzes Leben versaut hat, weil du geglaubt hast, dass du was Besseres bist und dass du alles besser weißt als andere Menschen. Deswegen hast du dein ganzes Leben weggeschmissen. Have fun.
Sorry, aber wenn jemand anderen Leuten blind nachrennt, das ist für mich dumm. Wenn jemand von der Brücke springt, wie ein hirnloser Lemming, weil jemand vorspringt, ohne den jetzt die Absicht haben zu retten, das ist für mich auch dumm. Rainer ist wirklich die personifizierte Definition von diesem Meme: Just because you are unique doesn't mean you are useful. Ne? Nur weil du einzigartig bist, bedeutet das nicht, dass das was Gutes ist. So, das ist ja bei ihm so. Also wirklich, er hält sich ja wirklich für was Besonderes. Das hat man ja gerade gesehen. Er hält sich für was Besonderes, ja. Auf besondere Art und Weise. Niemand anderes wäre so hackedämlich gewesen, das mit seinem Leben zu machen wie du. Herzlichen Glückwunsch, du bist was Besonderes. Viel Spaß im Rest von deinem Leben. Dann kann man sich gleich vor die nächsten Bahngleise schmeißen. Oder nicht? Letzten Endes. Ne, für Rainer gibt es ja nur noch dieses Schwarz-Weiße. Entweder man führt so ein selbstbestimmtes, besonderes Leben wie er, was er wirklich glaubt, oder man ist ein Teil des Kollektivs, dann kann man sich auch gleich vor den Zug schmeißen. So, Rainer, 10.000 Mal lieber bin ich der Vollidiot, der morgens aufsteht und 37 Stunden, 40 Stunden die Woche arbeitet und mein Eigenheim abbezahlt und irgendwie glücklich bin mit meiner Familie, als so ein besonderes Leben zu führen wie du, Rainer. Das glaub mal. Jeden Tag so lange, bis ich sterbe. Ich sage diesen Satz echt zu oft. Letzten Endes ist es wirklich so, diese Art der Hater, dieses Verhalten der Hater, lässt im letzten Endes immer nur einen Schluss zu. Die Hater versuchen sich selbst immer besser hinzustellen, als sie in Wahrheit sind. Vielleicht glauben sie es wirklich, vielleicht auch nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich. Erst denken, dann sprechen. Ja, ich wünschte mir mal, dass du in den letzten 48 Minuten zuerst gedacht und dann gesprochen hättest. Die Hater glauben vielleicht tatsächlich, was sie sagen. Vielleicht auch tatsächlich, was sie machen. Aber ob es letzten Endes wirklich richtig ist oder nicht, das bleibt abzuwarten. Am Ende steht man sowieso allein. Ja, du stehst sowieso allein. Ob das das Richtige ist, bleibt abzuwarten. Nee, nee. Was soll denn Schlimmes mit den Hatern passieren? Das Schlimmste, was dir als Hater passieren kann, ist, dass du da jetzt 3 Jahre als Schauerbergverbot bekommst und irgendwie eine Bußgeld bezahlen musst. Und am nächsten Tag interessiert das schon keine Sau mehr. Was soll denn noch? Das ist der letzte Strohhalm, an den er sich klammert. Er glaubt ja noch irgendwie, am Ende wird das doch böse für die Hater ausgehen und gut für mich. Wie das ausgehen soll, das weiß er selber nicht. Er weiß es halt einfach nicht. Das ist halt einfach nur sein allerletzter Strohhalm. Das werden wir am Ende sehen. Nee. Was soll denn mit den Hatern passieren? Hä? Ich weiß, was mit dir passiert. Ich habe da so verschiedene Theorien, was mit dir passieren könnte. Und keine von diesen Theorien ist gut. Ob man jetzt in den Lauf einer Waffe schaut oder auf die Klinge eines Messers oder auf den Stein, der auf einen zugeflogen kommt. Es ist letzten Endes immer dasselbe. Du stehst am Ende alleine gegen andere. Und Nein, man kann auch ein Mensch, ein normaler Mensch sein, ein normales Mitglied unserer Gesellschaft. Und wenn ich dann mal in einer Situation in meinem Leben bin, wo ich wirklich Probleme habe, habe ich Leute, die mich unterstützen können. Freunde, meine Familie, irgendjemand. Menschen, die auch mal ein bisschen Arbeit investieren, Menschen, die mir auch mal einfach nur helfen, damit es mir wieder besser geht. Rainer, so machen das normale Menschen. Du hast dich dafür entschieden, dass du am Ende immer alleine dastehst. Aber das wolltest du. wir sind alle alleine geboren und werden alleine sterben. Ja, du wirst auf jeden Fall alleine sterben. Also ohne Zweifel. Und es wird ein paar Tage dauern, bis sich jemand findet. Tatsächlich habe ich teilweise sogar Mitleid mit den Hatern. Unfassbar. Weil oft, sehr oft, denke ich mir, sind die wirklich glücklich? Das ist ein weiterer vollkommen wahnsinniger Strohhalm, an den er sich klammert.
Vielleicht sind die Hater ja tatsächlich so, dass sie nur hier sind, weil die sich selber in ihrem eigenen Leben so unglücklich fühlen. Vielleicht geht es denen schlechter als mir. Vielleicht. Oh, schweig still, Stimme in meinem Kopf. Ich meine, nennt mich dämlich, aber Ich nenne dich dämlich. meiner Meinung nach Bist du dämlich? macht ein gesunder, klardenkender und glücklicher Mensch doch keine solche Aktion. Du hast keine Ahnung, was ein gesunder, klardenkender Mensch macht. Wobei natürlich die Frage ist, wenn die Hater nicht glücklich sind, beziehungsweise nicht klar denken können, macht das einen Sinn, wenn man dann mit Einzelnen spricht und versucht, das zu verändern? Nein, wir sind doch das Hater-Kollektiv. Du brauchst nicht mit Einzelnen sprechen. Du musst nur die Drahtzieher irgendwie ausschalten, nicht wahr? Das wird nichts. Ja, natürlich wird das nix. Das ist lange vorbei. Am Ende stehen wir wieder hier und es passiert immer wieder dasselbe. Man stelle sich mal vor, Rainer geht morgen nach draußen an sein Tor und redet vernünftig mit den Hatern. Ob die Hater dann vernünftig zurückreden würden? Bei den allermeisten würde ich sagen, ja, aber es ist vollkommen egal. Rainer stellt das jetzt wieder davon wegen, man kann ja nicht mit den Hatern reden. Es bringt nichts, mit einzelnen Hatern zu reden, weil sie sind ja das Kollektiv, deswegen muss ich das nicht machen. Dass Rainer derjenige ist, der nicht mehr in der Lage ist, ein normales Gespräch zu führen, das checkt er nicht. Die Hater sind das Problem. Natürlich sind die Hater das Problem. Wenn die Hater nicht das Problem ist, dann wäre er ja das Problem. Aber da ist der Narzisst aber vor. Und jetzt am Schluss habe ich nochmal gerafft, was ich sagen will. Dumm, oder? Ja, du bist dumm. Egal. Ich würde an dieser Stelle sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Im nächsten Video. Schneiden werde ich das Video erst morgen, hoffentlich. Ich hoffe, dass es nicht wieder eines dieser Videos wird, die ich dann nicht mehr hochlade. Es passiert sehr häufig, dass ich sowas aufnehme, stundenlang laber und am Ende dann nichts hochlade davon. Wenn ihr wüsstet, Nein, wenn du dieses Video, nachdem du eine Nacht darüber geschlafen hast, wenn du wirklich der Meinung warst, dass dieses Video noch wert ist, hochgeladen zu werden, dann hast du keine Grenzen. Keine. Er nimmt diese Videos nicht oft auf und lädt sie dann nicht hoch. Am Arsch. Also, wie würden dann die anderen Videos aussehen? Wie? Wenn du das hier schon hochgeladen hast? Also jetzt mal ohne Scheiß. wie viele solche Videos ich schon gelöscht habe. Tja, wer weiß, vielleicht war der goldene Gral sogar schon dabei. Was? Oh, der heilige Gral, Entschuldigung, nicht der goldene, sondern der heilige Gral. Man stelle sich mal vor, das eine Video, was für immer alles verändern würde, das hat er schon mal aufgenommen und einfach wieder gelöscht, möchte er uns ja jetzt erzählen, ne? Ist klar, weil es ja an einem Video liegt, weil es das eine Video gibt, was für immer alles verändern würde, so wie dieses Video hier. Ach nee, warte, ich habe mir einen minderbemittelten Sonderschüler angeguckt, der nur Scheiße labert. Und es ändert sich wie immer gar nichts, außer dass ich 2 Stunden, 6 Minuten meines Lebens hier verschwendet habe. Na gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich werde jetzt noch ein bisschen was basteln, was ein wenig was arbeiten und dann irgendwann im Laufe des Abends noch ins Bett gehen. Danke euch fürs Im Laufe des Abends, zu diesem Zeitpunkt muss es schon 3 Uhr gewesen sein, nachts, ne? So viel zu richtig guten Tagesrhythmus und so weiter. Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream und Video wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Tschö, tschö. Ja, tschö, tschö. Was haben wir gesehen? Ja, die Besuche setzen ihm zu. Das ist halt einfach so. Das war wieder so ein typisches Besuch war da. Er hatte das im Kopf und musste das rausholen irgendwie. Von diesen Videos werden wir jetzt in der nächsten Zeit einfach noch mehr sehen. Auf jeden Fall, weil die Besuche werden ja auch nicht aufhören. Es setzt ihm zu. Und ich finde auch in diesem Video, das man schon gesehen hat, dass er auch einfach ein bisschen verrückter wird. Noch mehr Gesichtskirmes bekommt, noch mehr die Stimme verstellt und so weiter. Das ist halt einfach so. So, Leute, ich muss dieses Video jetzt raushauen. Wie gesagt, ich hoffe, es trifft euch jetzt nicht so hart, dass es jetzt so spät ist und dass ich euch jetzt euren Schlaf raube. Und wenn ihr heute Nacht Nachtschicht habt, meine Liebe geht raus an alle Nachtschichtler. So, ich bin der vegane Jahrmetzger. Morgen mache ich aber Pause. Morgen mache ich kein Video, egal was kommt. Ich bin erstmal raus. Medal off. Meine Güte, was ein Käse.